Guten Morgen und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Online-Videokonferenz mit dem Titel Wasserstoff, Zukunft oder Sackgasse. Ich darf nicht nur unsere Referenten in unserem Videochat begrüßen, natürlich auch alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer live bei YouTube und natürlich auch bei Zoom, je nachdem, wo Sie sich zugeschaltet haben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Tim Lindemann und ich darf Sie als Moderator heute hier ganz recht herzlich im Namen der drei Initiatoren und somit auch ihrer Gastgeber, nämlich der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, dem Landesverband für erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern e.V. und der Friedrich-Ebert-Stiftung mit seinem Landesbüro in Mecklenburg-Vorpommern recht herzlich begrüßen. Ich habe die schöne Aufgabe, Sie heute durch diese Online-Videokonferenz zu begleiten, Ihnen die entsprechenden Referenten etwas genauer vorzustellen und Ihnen auch die Themenschwerpunkte des heutigen Tages, ja, zu Gehör zu bringen und etwas näher zu bringen, meine Damen und Herren. Doch bevor wir damit anfangen, gibt es natürlich die offiziellen Grußworte Ihrer Gastgeber, meine Damen und Herren. Den Anfang macht gleich Herr Matthias Behlke, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin, gefolgt von Herrn Johann Georg Jäger, er ist Vorsitzender des Landesverbandes Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern e.V. Den Abschluss macht dann Herr Frederik Werner, er ist der Geschäftsführer der Friedrich-Ebert-Stiftung hier im Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern. Herr Behlke ist uns schon zugeschaltet. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Behlke, Morgen. das Wort gehört Ihnen. Bitte schön. Ich bitte um Vielen Ihre Dank, Herr Lindemann. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Wasserstoff, Zukunft oder Sackgasse. Ist Wasserstoff die Zukunft oder eine Sackgasse? Diese Frage lässt sich schnell beantworten. Es wäre klimapolitisch eine Sackgasse, wenn wir den Weg in Richtung Wasserstoff konsequent und eine vertane Chance für die Zukunft, denn die Strategien für einen klimafreundlichen und wirtschaftlichen Wasserstoff sind zu großen Teilen fertig. Das zeigt der schnelle Blick in die Historie der bereits vorliegenden Strategien. Vor einem Jahr wurde durch alle norddeutschen Länder die gemeinsame Wasserstoffstrategie mit umfangreichen Empfehlungen beschlossen. Es folgt, Sie kennen das, das Konjunkturprogramm der Bundesregierung mit rund 9 Milliarden Euro für Projekte zum Klimaschutz, darunter viel Geld für die sich wandelnden Kohlereviere. Darauf folgte die nationale Wasserstoffstrategie, ein nationaler Wasserstoffrat, aus Brüssel schlussendlich der Green Deal. Gemeinsam mit den Partnern WEMAG AG, den Stadtwerken Schwerin und der Volker Rumstich Transport GmbH haben wir im Oktober 2019 dem Energieministerium Mecklenburg-Vorpommern ein beachtliches Gutachten der Bölko Systemtechnik vorgelegt zur Frage der Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit. Ein alter Kaufmannsspruch besagt, nicht die Großen schlucken die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Wir müssen also schneller sein als andere. Wir müssen im norddeutschen Verbund unsere hervorragenden Möglichkeiten nutzen. Wir müssen den hier erzeugten grünen Strom und die Wertschöpfungsketten vor Ort ausbauen. Wenn wir zu langsam sind, machen es die mittel- und süddeutschen Regionen dieses Rennen. Der wichtigste Grund ist aber ganz klar: Wir im Norden könnten den notwendigen Wasserstoff klimafreundlich produzieren. Dies ist unser klarer Standortvorteil gegenüber anderen Regionen in Deutschland. Was wir jetzt noch brauchen, sind bessere Rahmenbedingungen, vor allem aber den Mut, den Hebel umzulegen. Die notwendige Abgaben- und Umlagebefreiung für grünen Wasserstoff wird kommen. Weitere regulatorische Erleichterungen müssen wir aufzeigen und nachhaltig einfordern. Sehr geehrter Herr Werner, sehr geehrter Herr Jäger, mit den heutigen Themen und Gästen haben wir ein spannendes Programm aufgestellt, das zeigt, Wasserstoff passiert jetzt. Im Namen der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin danke ich Ihnen für die gute Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem Landesverband Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern.
An dieser Stelle begrüße ich herzlich Herrn Minister Pegel mit der regionalen Innovationsstrategie für Mecklenburg-Vorpommern. Ab 2021 haben Wirtschaft und Politik das Zukunftsthema erneuerbare Energien und deren wirtschaftliche Umsetzung quasi festgezurrt. Es kann sich für die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern und ganz Norddeutschland auf allen Wertschöpfungsketten lohnen. Uns als Industrie- und Handelskammer zu Schwerin spiegeln regionale Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen wider, dass sie ihren Fuhrpark umstellen würden, wenn die entsprechenden Wasserstofftankstellen vorhanden wären und gebaut werden würden. Die logistischen Schwerpunkte wurden in der von mir schon angesprochenen Studie der Bölko-Stiftung in Ottobrunn herausgearbeitet. Sie ergeben ein klares Muster. Wasserstoff in Mecklenburg-Vorpommern wird sich lohnen. Diese Erwartung unterstützt auch eine kürzlich veröffentlichte Studie des Wuppertal-Instituts und DIW Econ. Sie hat die Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte für importierten Wasserstoff und regional hergestellten grünen Wasserstoff abgeglichen und zeigt, wenn der grüne Wasserstoff im eigenen Land produziert wird, hat dies höhere Beschäftigungseffekte und eine höhere Wertschöpfung. Also auch ein hohes Potenzial für den Norden und auch für uns. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, möchte ich auch über die Landesgrenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus unseren norddeutschen Länderpartnern ein selbstbewusstes High Five, Wasserstoff beginnt jetzt, signalisieren. Danke Ihnen, dass Sie heute so zahlreich an diesem Forum teilnehmen möchten und wünsche Ihnen in den nächsten Stunden viel interessante Eindrücke und ein reichliches Vermehren der Erkenntnisse. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bielke, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin. Ich bitte jetzt um das Grußwort Herrn Johann Georg Jäger. Er ist Vorsitzender des Landesverbandes Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern e.V. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Lindemann. Ich grüße erstmal alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unserer Wasserstofftagung. Ich freue mich über die gute Zusammenarbeit mit der IHK zu Schwerin und der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und begrüße natürlich auch vor allen Dingen unseren Energieminister, Herrn Christian Pegel. Ich freue mich sehr, dass er heute mit dabei sein kann bei unserer Tagung. Wir haben uns entschieden, dieses Thema Wasserstoff auch auf die jährliche LEE-Tagung, die wir jetzt gemeinsam durchführen, zu setzen, weil wir glauben, dass wir in dem Thema Wasserstoff ein wichtiges Zukunftsthema bearbeiten. Es gibt allerdings sehr unterschiedliche Zugänge zu diesem Thema Wasserstoff. Wir kämpfen als LEE für die erneuerbaren Energien, weil wir sie als den zentralen Bestandteil der Energiewende sehen. Und der Grund, warum wir das alles machen, ist das Thema Klimaschutz. Wir wollen erreichen, dass wir die Klimaziele, zu denen wir uns verpflichtet haben beim Pariser Klimaschutzabkommen, dass wir diese Ziele auch wirklich einhalten können. Dabei wird immer wieder diskutiert, erneuerbare Energien seien ja fluktuierend, sie seien nicht speicherbar. Und dies alles könne man mit Wasserstoff sehr gut lösen. Dies stimmt tatsächlich, aber Wasserstoff ist sehr wertvoll, er ist nicht ganz einfach herzustellen, nicht ganz einfach zu lagern und wir sehen, dass die nationale Wasserstoffstrategie vor allen Dingen plant, einen Markt für Wasserstoff in Deutschland zu schaffen. Bisher gibt es Wasserstoff vor allen Dingen aus Erdgas hergestellt, das ist selbstverständlich nicht klimaneutral und jetzt wollen wir uns darauf konzentrieren, Wasserstoff aus erneuerbaren Energien herzustellen. Dies ist vergleichsweise teuer. Und wir brauchen dafür dringend gesetzliche Rahmenbedingungen, die die nationale Wasserstoffstrategie noch nicht geliefert hat. Wir haben also einen großen Abstand zwischen Wasserstoff hergestellt aus Erdgas vom Preis her und Wasserstoff hergestellt aus erneuerbaren Energien. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Lücke zu schließen durch geeignete Rahmenbedingungen, werden wir keinen Erfolg mit der Wasserstoffstrategie haben. Und genau das wollen wir mit unserem heutigen Seminar erreichen oder unserer heutigen Tagung. Wir wollen uns nicht gegenseitig erzählen, was man alles Tolles mit Wasserstoff machen kann, da sind die meisten von uns gut informiert, sondern uns vor allem auf die Frage konzentrieren, was sind Anforderungen an die Politik, damit wir Rahmenbedingungen bekommen,
Und ich will mal ein paar Möglichkeiten beschreiben. Drei sehe ich da. Es könnte so etwas geben wie ein erneuerbares Energiegesetz für das Thema Einspeisung von Wasserstoff ins Erdgasnetz. Da hat die Politik große Sorgen vor. Es könnte so etwas geben wie eine Quotenregelung bei der Beimischung bei Kraftstoffen. Sowas kennen wir bei Biokraftstoffen. Oder wir könnten das Ganze lösen über einen sehr, sehr hohen CO2-Preis, der dann den grünen Wasserstoff nach vorne bringen würde. Die nationale Wasserstoffstrategie sieht auf jeden Fall vor, das finde ich interessant in der Auseinandersetzung, nicht nur Betriebskosten, also nicht nur Investitionskosten zu fördern, sondern tatsächlich auch die Lücke bei den Betriebskosten zu schließen. Und wir brauchen jetzt von Ihnen hier, von den Fachleuten, die wir heute hören werden, klare Ansagen, was muss die Politik tun, damit wir diese Lücke schließen und damit wir Wasserstoff sinnvoll anwenden können und es ein wirklich guter Beitrag zur Energiewende in Deutschland wird und wir damit unsere Klimaschutzziele erreichen können. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Jäger vom Landesverband Erneuerbare Energien, Mecklenburg-Vorpommern e.V. Ich freue mich jetzt auf das Grußwort von Herrn Friedrich Werner, Geschäftsführer der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Lindemann. Vielen Dank, Herr Wilke, Herr Jäger. Ich gebe den Dank zurück für die gute Zusammenarbeit und freue mich, dass wir diese Tagung hier gemeinsam ausrichten können in dieser doch für eine Tagung zumindest innovativen Form. Sie wurden jetzt begrüßt, sehr geehrte Damen und Herren, aus wirtschaftlicher Sicht und aus der Sicht eines Verbandes, der sich sehr für den Umweltschutz einsetzt, hat Herr Jäger erläutert. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, was seine politische Stiftung mit diesem Thema zu tun hat. Das will ich Ihnen kurz erläutern. Die Energietagung machen wir schon seit einigen Jahren mit dem LEE zusammen und es ist immer auch ein politisches Thema, so haben wir schon gehört, die Frage der Energieversorgung, wie sie nachhaltig und auch sozial gerecht gestaltet werden kann als Daseinsvorsorge, ist eben nicht nur eine rein wirtschaftliche Frage, sondern tatsächlich eine, die politisch ausgehandelt wird. Wir denken an den Atomausstieg und das, den Weg, den Herr Wilke eben vorgezeichnet hat, ist natürlich einer, der politisch bestimmt wurde in einer zunehmend auch europapolitischen Perspektive. Also müssen wir, wie wir unsere Energie gewinnen und verwenden wollen, auch gesellschaftlich diskutieren und darüber ein Einverständnis erringen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und dabei ist die Energiewende das wohl größte umweltpolitische Projekt in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das ist ja nicht gering und das bedeutet auch einigen Gestaltungsaufwand und Gestaltungswillen. Und wenn die Energiewende eine Kraftanstrengung ist, mit sozialpolitischen Implikationen, dann muss sie eben auch gesellschaftlich diskutiert werden. Und dabei gibt es doch auch Gerechtigkeitsfragen. Also wer profitiert davon und wer vielleicht nicht? Wenn wir jetzt nicht auffächern wollen, will ich doch nur kurz mal vielleicht auch auf Verbraucherebene die Haus- und Grundbesitzer, die vielleicht tatsächlich mehr profitieren als andere, erwähnen, aber auch die ärmeren Bevölkerungsschichten, die vielleicht tatsächlich vielleicht einfach auch nur Befürchtung haben, überproportionale Lasten tragen zu müssen. Selbst das Wort Energiearmut wurde in den letzten Jahren geprägt. Und wenn wir an den Streit um die Netzentgelte denken, dann ist auch Mecklenburg-Vorpommern, da glaube ich, hat eine Lehre, wie man tatsächlich versucht, nicht zu den auch also Nachteile von der Energiewende zu haben. Damit will ich jetzt nicht die Laune über die Energiewende oder auch dieses Thema Wasserstoff verderben, sondern einfach nur sagen, dass auch das mitgedacht werden muss und dass das natürlich auch die Aufgabe einer politischen Stiftung ist, gerade mit einem sozialen und demokratischen Hintergrund. Also die Energiewende eben nicht nur rein wirtschaftlich oder was natürlich auch positives klimapolitisch zu denken, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Energiepolitik dem Wohle aller Bürger zugutekommt. Dafür sind wir hier auch und das ist ein Aspekt, der uns als Stiftung wichtig ist. Insofern viel, viel mehr will ich jetzt als drittes Grußwort gar nicht dazufügen. Herr Beke hat es schon gesagt, loslegen mit dem Thema Wasserstoff, loslegen mit dem Fortschritt ist eine wichtige Sache. Und insofern legen wir jetzt mit dieser Tagung tatsächlich ein bisschen los. Und ich bin sehr gespannt auf die Beiträge. Freue mich darauf, dass wir hier einen wichtigen Impuls setzen können und mit Ihnen bis heute Nachmittag doch auch ein Stückchen weit klüger zu werden und die Themen zu diskutieren. Vielen herzlichen Dank und damit übergebe ich wieder an Herrn Lindemann und freue mich auf die weitere Veranstaltung mit Ihnen. Vielen Dank, Herr Werner.
Geschäftsführer der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern. Ja, meine Damen und Herren, es ist gesagt worden, Sie sind begrüßt worden. An dieser Stelle sind wir also schon mittendrin im Fachteil unserer heutigen Video-Live-Konferenz, meine Damen und Herren. Und der erste Block soll unter dem Motto stehen: Klimafreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff. Das ist eben die Frage, die erforderlichen Rahmenbedingungen sollen erörtert werden. Wir sind also im theoretischen Teil, wenn Sie so wollen, bevor es dann im zweiten Block in Richtung Praxis geht. Unser erster Referent am heutigen Tage ist Herr Thorsten Müller. Er ist wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Umweltenergierecht in Würzburg. Dort ist er schon zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Müller. Herr Müller ist Jurist mit Lehrstuhl an der Leuphana Universität Lüneburg, genauer gesagt zum Thema Umweltenergierecht. Er forscht mit den Schwerpunkten europäisches und nationales Recht der erneuerbaren Energien, das Energieeffizienzrecht und die Anforderungen an die entsprechenden Instrumentenverbünde. Er ist Mitbegründer und Stifter der Stiftung Umweltenergierecht und ehemaliger Vorsitzender der Fachagentur Windenergie an Land. So viel zu seinen Referenzen. Jetzt kommen wir zu seinem Vortrag. Herr Müller, Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Lindemann. Also den Lehrstuhl an der Leuphana habe ich nicht. Ich habe da nur einen Lehrauftrag, aber das ist fast genauso gut. Ich teile mal meine Präsentation und habe sie mal überschrieben mit Wasserstoffwirtschaftsrecht. Überlegungen zur Neuordnung des regulatorischen Rahmens für die Wasserstoffnutzung. Ist es wirklich so, dass alles da ist und wir jetzt loslegen, oder müssen wir vielleicht noch den Blick auf das werfen, was wir an regulatorischem Rahmen haben? Und ich finde es als Jurist natürlich spannend, am Anfang zu sein. Manche Dinge spare ich aus. Felix Mattes wird die dann im Anschluss wahrscheinlich viel qualifizierter präsentieren können. Und trotzdem kann ich einen Eindruck darüber begeben, was ist denn eigentlich heute schon da und was müssen wir alles an Fragen beantworten, die dann nicht die Juristen beantworten, sondern die Ökonomen, die Techniker, die Sozialwissenschaftler, wie denn der zukünftige Regulierungsrahmen aussehen könnte und welche Stellschrauben gilt es da zu drehen, das wäre dann im zweiten Teil. Ganz kurz vorher zur Stiftung Umweltenergierecht. Wir verstehen uns als Zukunftswerkstatt für den Rechtsrahmen der Energiewende. Wir sind ein gemeinnütziges, auf Rechtsfragen spezialisiertes Forschungsinstitut und versuchen, den nächsten Schritt der Rechtsentwicklung immer vorauszudenken. Wie muss sich der Rechtsrahmen weiterentwickeln, um die klima- und energiepolitischen Ziele zu erreichen? Das machen wir nicht alleine, sondern regelmäßig als Teil interdisziplinärer Forschungsvorhaben. Denn Sie sollten besser nicht den Juristen fragen, wie die Zukunft aussehen sollte, aber Sie müssen dann den Juristen fragen, was ist denn der Lösungsraum, in dem wir uns bewegen? Was sind die europarechtlichen, die verfassungsrechtlichen Grenzen, die es einzuhalten gibt? Und wie setzen wir das nachher in Gesetze um? Das machen wir in verschiedenen Forschungsvorhaben und beraten dann auch die öffentliche Hand. Wasserstoff als Regelungsgegenstand, das haben wir heute schon. Und wenn man erstmal nicht weiß, wo man anfängt, macht man eine Recherche und hört, wie oft gibt es denn diesen Begriff im Recht? Also 49 Mal wird einem dann angezeigt. Dann guckt man ein bisschen genauer, zweimal sind Inhaltsverzeichnisse, können wir schon mal weglassen. Und stellt fest, nur 8 Mal in Gesetzen. Alles andere, also die 41 Mal, die man sonst dort findet, das sind in Verordnungen, Ausführungsverordnungen, also untergesetzlich. Was aber viel spannender ist, ist 26 dieser Treffer sind in Anlagen zu Gesetzen oder Verordnungen. Das heißt, in Anlagen werden typischerweise eher technische Regelwerke beschrieben, aber kein Regelungskonzept niedergelegt. Das ist also schon der erste formale Befund, dass Wasserstoff heute eine eher ein Randthema ist. Und dazu kommt, dass bei den 49 Treffern eine Reihe von Treffer Kohlenwasserstoffe sind. Also genau das, was wir eigentlich unter Wasserstoff nicht mehr betrachten. Wenn man dann die inhaltliche Bandbreite anguckt, dann findet man erstmal solche schönen Gesetze wie neue psychoaktive Stoffe-Gesetz, ja? Tabakerzeugnisverordnung. Auch da spielt Wasserstoff eine Rolle. Wir haben Ausschreibungsbedingungen, Strahlenschutzverordnung. Wir haben sogar Ausführungsverordnung zum Chemiewaffenübereinkommen. Ja, also überall dort spielt Wasserstoff im Recht heute eine Rolle, bis hin zu Lebensmittelzusatzstoffen. Und Sie sehen es als letztes hier in der Klammer, Abkürzung von Gesetzen, die keiner mehr aussprechen kann. In der Zeile davor ist die Zwerg-V. Vielleicht ist das auch schon Programm. Was spannender aus der energierechtlichen Perspektive ist, ist dann die Frage, wo haben wir denn was mit Energierechtsbezug? Und wenn wir das mal ganz weit fassen, auch das ganze öffentlich-rechtliche Genehmigungsregime betrachten,
dann haben wir dort die ersten Regeln im Emissionsschutzrecht. In den entsprechenden Verordnungen, in den Anlagengenehmigungen betrachtet werden. Bei der Umweltprüfung, beim Umwelthaftungsgesetz. Also ganz klassisches Anlagengenehmigungsrecht. Warum? Weil Wasserstoff jetzt nicht ein ganz unproblematischer Stoff ist und insofern haben wir beim Genehmigungsverfahren Vorkehrungen. Zweiter großer Themenbereich, der Verkehrssektor. Überall dort, wo wir Treibstoffe haben, geht es auch um Emissionsminderung und dort taucht Wasserstoff immer mal wieder punktuell an, auch in der Straßenverkehrszulassungsordnung, bei der Mess- und Eichgebührenverordnung, interessanterweise bei der Gebührenverordnung und nicht bei den materiellen Regeln, Fahrerlaubnisverordnung und was ich ganz lustig fand, die zweite Durchführungsverordnung zur Verordnung über Luftfahrtpersonal. Da geht es um so lustige Dinge wie Traggas für Ballons. Ja, auch dort spielt Wasserstoff eine Rolle, ist aber jetzt nicht das, was uns eigentlich interessiert. In den Kohleregionen, Teil des Transformationsprozesses im Kohleausstieg, wird Wasserstoff erwähnt, weil es darum geht, Leitbilder für die neuen Regionen zu schaffen oder ein Helmholtz-Zentrum anzubringen. Ist also auch nicht der Bereich, der uns im Wesentlichen interessiert. Spannender hätte es sein können im Emissionshandelsrecht. Auch dort finden wir im THG und in den Zuteilungsverordnungen Regeln zu Wasserstoff. Das betrifft einmal die erfassten Tätigkeiten und vor allen Dingen dort die chemischen Prozesse, die als Prozessemissionen einbezogen sind. Und dort ist es vor allen Dingen die Abgrenzung von Eingangs- und Ausgangsstoffen, in denen Wasserstoff eine Rolle spielt, also weniger die energetische Nutzung. Jedenfalls gibt es dort keinerlei Impulse, die dazu führen, dass man Wasserstoff einsetzt. Das Herz schlug dann ein bisschen schneller, als das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz auftauchte in dieser Liste. Eine der jüngsten Errungenschaften der deutschen Umweltenergierechtsszene. Aber auch dort ist es nur in dem Bereich politische Steuerung und Überprüfung. Paragraph 54, da heißt es, die Bundesregierung berücksichtigt dann in Zukunft die Möglichkeiten zur Umrüstung von Kohlekraftwerken und da spielen auch alle Möglichkeiten zum Einsatz von Biomasse und Wasserstoff eine Rolle. Auch also kein an Normadressaten wie Unternehmen oder Netzbetreiber gerichteter Regelungsinhalt, sondern nur an die Bundesregierung. Bleiben letztlich eigentlich nur zwei Normen zum heutigen Rechtsbestand über. Das ist einmal Paragraph 118 EnWG. Dort sind Sonderregelungen für die Netzentgelte für Power-to-Gas-Anlagen enthalten. Deren Reichweite ist heftig umstritten und hat auch zu Verwerfungen beim Gesetzgeber geführt, nachdem er etwas beschlossen hat, wie das klarzustellen ist, hat er erkannt, dass das vielleicht gar nicht das war, was er wollte. Es wurde eine Protokollnotiz im Bundesrat dazu gegeben, indem er gesagt hat, man ändert das wieder auf den Status quo ante zurück. Das hat man dann auch wieder gemacht. Jetzt sind wir immer noch nicht schlauer. Kern dieser Regelung soll sein, dass man Wasserstoff und die Folgeprodukte aus Wasserstoff ins Erdgasnetz einspeisen kann und an anderer Stelle wieder entnehmen kann. Das ist unstreitig, dann sollen keine Netzentgelte anfallen. Die Frage ist, ob man es trotzdem irgendwann wieder verstromen muss oder nicht. Darüber streiten sich die Juristen. Sie wissen ja, zwei Juristen, drei Meinungen. Ein Punkt, der jedenfalls keine Investitionssicherheit schafft, weil wir eine offene Frage haben. Und der eigentliche Clou ist, dass Wasserstoff im Sinne des Gasrechts Biogas ist. Das ist ein Trick gewesen, den sich der Gesetzgeber bedient hat. Es gibt eine Definition für Biogas und dann hat man einfach gesagt, was ist Biogas im Sinne dieses Gesetzes? Und Biogas ist auch Wasserstoff. Warum hat man das gemacht? Das wird deutlich, wenn man dann guckt, wie wird Biogas im Recht adressiert? Biogas ist nämlich mit einer Reihe von Privilegien ausgestattet. Einmal ist Biogas Teil des Gases und fällt somit in die gesamte Gasregulierung. Und das heißt, Wasserstoff ist integrierter Teil der Gasregulierung, aber eben nur ein Teil ohne eine spezifische Ausgestaltung, ohne eine besondere Prägung für Wasserstoff. Und weil sie Teil von Biogas sind, profitieren auch Wasserstofferzeuger von allen Regeln, die Biogasanlagen begünstigen. Das heißt, das sind Regeln für die Einspeisung ins Erdgasnetz, für Netzanschlusspflichten, für Vorrang bei der Netznutzung, für Erleichterungen bei der Bilanzierung und Anforderungen an die Qualität der einzuspeisenden Gase.
Hier hat man also einen Zugang zu der bestehenden Infrastruktur geschaffen, aber nur unter dem Gesichtspunkt der Beimischung, keine Eigenständigkeit weder von Biogas noch von Wasserstoff als Teil von Biogas. Insofern etwas, was ein Eingangstor war, aber wahrscheinlich nicht ein Regulierungsrahmen, der uns auf der Transformation zu einem Ziel führen kann. Und das ist die Frage, worüber müssen wir denn eigentlich reden, wenn wir über ein Wasserstoffwirtschaftsrecht reden, also die Ermöglichung von Wasserstoffnutzung. Der Ausgangspunkt vieler Diskussionen ist eigentlich, wie in vielen Bereichen der Energiewende, die Kostendiskussion. Hier habe ich Ihnen mal zwei Bilder, beispielhaft für vieles andere. Felix, entschuldige, wahrscheinlich hätte ich von euch auch was finden können und hier nutzen können. Aufgemacht, links Greenpeace Energy, rechts Agora Energiewende, die setzen ins Verhältnis, wie sind eigentlich die Kosten von grünem Wasserstoff zu, bei Greenpeace Energy sind es andere Wasserstoffe, blauer, grauer Wasserstoff, bei der Agora sind es die Alternativprodukte im Verkehr, im Wärmebereich, also Benzin, Öl, Gas, wie ist dort das Verhältnis, wenn ich das sehe. Und wir sehen, grüner Wasserstoff hat tendenziell überall die höheren Balken, also die höheren Kosten und damit eine schlechte Wettbewerbsausgangssituation. Warum ist das so? Das ist nicht Gott gegeben. Wir reden zwar immer viel über Märkte, aber Märkte entstehen im regulativen Rahmen und gerade im Energiebereich ist der regulative Rahmen sehr eng und ausgeprägt. Und es gibt vor allen Dingen vier Komponenten, die dort eine Rolle spielen. Netzentgelte, besondere Netzentgeltbestandteile, so wie die KWK-Umlage und anderes, die EEG-Umlage und die Stromsteuer. Wir haben alle unsere Forschungsergebnisse aus ganz vielen Projekten zusammengefasst und gesagt, wie kann man das den Menschen eigentlich nahebringen? Und da ist diese Internetseite Strompreisbestandteile entstanden. Sie können also dort 80 Konstellationen angucken und für jede dieser Konstellationen sich angucken, muss ich Netzentgelte, besondere Netzentgeltbestandteile, EEG-Umlage und Stromsteuer zahlen. Wenn das Feld grün ist, dann müssen Sie nicht zahlen. Gelb ist eine Reduzierung und rot volle Tragung. Grau sind die Felder, wo es Rechtsunsicherheiten gibt, sind doch einige, was für einen Investitionsstandort nicht sonderlich hilfreich ist. Und bei Speicherung, also wir nutzen auch Wasserstoff für die Speicherung, um es anschließend wieder zu verstromen, sehen wir relativ viel grüne Felder, vor allen Dingen in den beiden Hauptkomponenten Netzentgelt und EEG-Umlage. Anders bei der Sektorenkopplung im Bereich Wärme als auch Verkehr, da sind die Felder viel roter und gelber. Das heißt, immer dann, wenn ich nicht rückverstrome, habe ich eine ganz andere Kostensituation und damit einen zusätzlichen Nachteil in diesem Bereich. In dem politischen Konzert haben wir schon gehört, haben wir viel gehabt, war das erste größere Dokument, das Corona-Konjunkturpaket als Vorgriff auf die nationale Wasserstoffstrategie. Da spielt Wasserstoff eine große Rolle. Und es wird aber auch deutlich, dass Wasserstoffwirtschaft sehr facettenreich ist. Und dass die Politik einen Steuerungsanspruch hat. Es geht dort nicht um Technologieneutralität. Wir erzeugen erstmal Wasserstoff und gucken dann, was damit passiert, sondern die Politik hat jedenfalls Themenfelder für sich identifiziert, in denen sie Wasserstoff nutzen möchte. Und das wird auch nochmal viel konkreter, wenn man sich die Wasserstoffstrategien anguckt. Da will ich gar nicht im Detail drauf gehen, weil ich als Jurist eh nicht viel sagen kann. Aber es sind 38 verschiedene Maßnahmen drin mit ganz unterschiedlichen Konkretisierungsgraden und Zielrichtungen. Und in fast allen steht irgendwas zu, wir prüfen den regulativen Rahmen oder wir müssen daran was ändern. Denn das ist die große Erkenntnis von allen Veränderungen in der Energiewende. Wenn der Rechtsrahmen nicht passt, dann funktioniert auch ein neues Geschäftsmodell nicht. Eine technische Idee lässt sich eben ökonomisch nicht umsetzen, wenn sich daran was verändert. Ich vermute, dass Felix Mattes dazu noch was sagen wird und er kann das viel qualifizierter als ich. Ich würde mich also wieder zurück darauf besinnen, was haben wir in der Rechtsentwicklung? Und die Diskussion verengt sich relativ stark auf die Frage EEG-Umlagebefreiung. Das ist kein Wasserstoffwirtschaftsrecht. Ja? Das ist ein Baustein daraus, aber mit Sicherheit keine Antwort auf einen mittel- und langfristig ausgerichteten Transformationspfad, der die Fragen beantwortet, die wir beantwortet haben müssen, um diesen Weg gehen zu können. Pressemeldung an der Stelle, es gab viel Aufregung, weil wir zwar einen Beschluss haben, grünen Wasserstoff von der EEG-Umlage zu befreien, aber im politischen Berlin dann erstmal darüber diskutiert wurde und wird,
diese Befreiung über die besondere Ausgleichsregelung im EEG zu gestalten, die keine Befreiung, sondern eine massive Reduzierung um 85% wäre, mit dem Supercap nochmal deutlich darüber hinaus. Der jedenfalls öffentlich letzte Stand dieser Diskussion ist aus dem zweiten Stakeholder-Workshop, den das Bundeswirtschaftsministerium dazu geführt hat. Es gibt drei Optionen auf dem Tisch, die an dieser Stelle diskutiert werden. Option 1, man integriert die Wasserstoffelektrolyse in die besondere Ausgleichsregelung. Hersteller von Wasserstoff profitieren dann davon, und zwar unabhängig davon, ob es grüner oder andersfarbiger Wasserstoff. Option 2, man macht das über die besondere Ausgleichsregelung, die BESA, aber nur für grünen Wasserstoff. Und die Option 3, eine gesetzliche Komplettbefreiung für grünen Wasserstoff. Dafür gibt es jeweils noch Ausgestaltungsvarianten und Spielwiesen. Das ist das politische Feld, auf das man im Moment gebannt guckt. Denn eigentlich ist angekündigt, dass dies noch in die EEG-Novelle kommen soll. Und deren Zeithorizont endet eigentlich nächste Woche mit der Ausschusssitzung und zweiten und dritten Lesung. Ob das so kommt, wissen wir nicht, aber unterstellen wir mal, dass dieser Plan umgesetzt wird, dann heißt es, wir wissen nächste Woche vielleicht mehr zu den Regeln, die zukünftig für Wasserstoff gelten sollen und die EEG-Umlage. Aber das ist ein viel zu enges Bild. Und ich möchte Ihnen das nur qualitativ sagen, rechnen können wir Juristen bekannterweise ja nicht. Alternativ zu der Frage, befreie ich irgendwas, habe ich immer auch andere Möglichkeiten oder Kombinationen daraus. Ich kann immer gucken, wie senke ich Kosten durch Befreiungstatbestände. Ich kann aber genauso gut gucken, was passiert eigentlich mit den Konkurrenzprodukten, die heute im Markt sind und die ich aus klimapolitischen Gründen dauerhaft nicht im Markt haben will. Ich kann ja deren Kostenstruktur auch verändern, und zwar gegenläufig zu einer Senkungsdiskussion bei grünem Wasserstoff. Und das ist auch in solchen Studien dann immer schon angelegt. Die Entwicklung, die man hier sieht, die unterstellt zwei Bereiche. Die unterstellt auf der einen Seite Lernkurven bei der Technik für grünen Wasserstoff und Preissteigerung über CO2-Bepreisung in anderen Bereichen. Dadurch entsteht die Angleichung über die Zeitachse. Und das kann man natürlich über die Annahmen, die dann in jeder Studie getroffen werden muss, hinaus variieren und sagen, gibt es mehr oder gibt es weniger. Und so kann man den Zeitpunkt der Wettbewerbsgleichheit früher oder später erreichen. Und das lässt sich natürlich zwischen verschiedenen Wasserstoffebenen genauso machen wie zwischen Wasserstoff auf der einen Seite und alternativen Energieträgern, Benzin, Diesel, Gas, Heizöl auf der anderen Seite, um die Diskussion der Kostengleichheit zu betrachten. Das ist aber nur ein Punkt, und das ist mir wichtig zu gucken, dass wir auf dieser Wertschöpfungskette, wenn wir über Wasserstoff reden, nicht nur auf der Erzeugungsseite gucken können und sollten, was passiert eigentlich durch eine Veränderung des Angebots, also wie adressiere ich die Erzeuger, sondern wir sollten auch gucken, wie kann ich von der Nachfrageseite steuern. Das ist was anderes, als wir zum Beispiel im EEG machen, aber das trägt vielleicht auch den Unterschied zwischen Wasserstoff auf der einen Seite und Strom aus Erneuerbaren gut Rechnung. Denn Strom aus Erneuerbaren brauchen wir prinzipiell erstmal jede Kilowattstunde. Das wird auch noch sehr lange so dauern, bis wir an einen Punkt kommen, wo wir genug Strom aus Erneuerbaren hätten. Dann brauchen wir vielleicht auch ein anderes Steuerungsinstrument. Bei Wasserstoff ist das vielleicht anders. Bei allen Speichervorgängen haben wir ja Verluste. Und insofern ist nicht jede hergestellte Kilowattstunde Wasserstoff per se positiv für die Energiewende, sondern es kommt auf viele weitere Faktoren an. Und wenn ich nur auf der Erzeugungsseite meine Regelungen ansetze, dann fehlt vielleicht am Ende des Tages was. Deshalb müssen wir an dieser Stelle, wie bei allen Speichertechnologien, vielleicht auch über eine Steuerung von der Verbrauchsseite her gucken. Und deshalb ist Wasserstoffwirtschaftsrecht viel komplexer, als ich rede über die Befreiung von Wasserstoff von der EEG-Umlage. Ich muss die Fragen aufwerfen, welche Akteure will ich adressieren? Wie gehe ich eigentlich mit Nachweisen um, wenn ich grüne Produkte am Ende des Tages habe, muss ich ja vorne auch in irgendeiner Form grüne Einsatzstoffe einsetzen. Was bedeutet das an weiteren Nachhaltigkeitsanforderungen in diesem System? Bis hin zu der Frage Netzverträglichkeit, Rückwirkung auf das Stromsystem. Ich werde in irgendeiner Form eine Verbindung zwischen Erzeugung und Verbrauch herstellen müssen, also Netze brauchen. Will ich dafür eine eigene Infrastruktur oder mache ich das über den bisher angelegten Weg der Beimischung? Ist das ein Weg, der tatsächlich in ein klimaneutrales Szenario führen kann?
Werden damit Produkte erkennbar bleiben und nutzbar bleiben oder gehen sie auf im Gasmeer? Wenn ich über diese Netze rede, entstehen die aus dem Markt heraus, ähnlich wie wir heute Gasnetzinfrastruktur planen, die nicht wie im Stromnetz nach einem hoheitlich auch bestimmten Bedarf ist, sondern alleine aus der Gasnetzanmeldung sich ergibt, oder brauchen wir eine Kapazitätsplanung? Brauche ich Bilanzierungsvorgaben speziell für Wasserstoff oder verschiedene Wasserstoffarten? Und dann auf der Nutzungsebene, will ich darüber eine Steuerungswirkung erzielen oder eine Lenkungswirkung, wo ich diesen Wasserstoff einsetzen will? Und auf der größeren Ebene, wie ist das eigentlich mit der Wettbewerbsfähigkeit? Brauche ich an den Außengrenzen der Europäischen Union auch Mechanismen, die uns den Freiraum geben, innerhalb der EU und Deutschlands einen Regulierungsrahmen aufzusetzen, der zwar mit den heimischen Konkurrenten, Diesel, Öl, grauen Wasserstoff, Kohle, Gas konkurrieren kann, aber die Produkte vielleicht verteuern würde, sodass sie auf dem Weltmarkt ein Problem auslösen. Also auch solche Fragen muss ich mitdenken, jedenfalls, wenn ich über Wasserstoffreguliere rede. Und das ist sozusagen nur die Binnensicht. Dann gibt es noch den Import, der in dieser Grafik von der Seite reinkommt, ja, und der diese Wertschöpfungsketten verändern kann und insofern auch mitgedacht werden muss, wenn ich ein Wasserstoffwirtschaftsrecht ausgestalten will. Das sind sozusagen die Vorüberlegungen. Felix Mattes wird das mit Sicherheit gleich Ihnen noch viel deutlicher machen, was das in der inhaltlichen Sache für Wasserstoff bedeutet. Und dann können wir darüber entscheiden, welche dieser Regulierungsfragen können wir wie beantworten. Dann werden wir Juristen wieder ins Spiel kommen. Wenn Sie interessiert, was wir machen, abonnieren Sie unseren Newsletter, gucken Sie bei uns auf der Homepage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank an dieser Stelle, Herr Thorsten Müller, für diesen ersten rechtlichen Einblick in das Thema Klimafreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff, die erforderlichen Rahmenbedingungen. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen dazu haben, und wir haben schon einige Fragen bekommen, dann können Sie das gerne oder können Sie diese gerne an uns stellen, entweder im Chat zu unserer Videokonferenz oder im Bereich Fragen und Antworten. Wir werden im Anschluss an den ersten Block dann entsprechend die ein oder andere Frage mit in den Ring werfen und vielleicht beantwortet sich auch die ein oder andere Frage noch von selbst. Unser nächster Teilnehmer, den wir jetzt begrüßen dürfen, ist Herr Dr. Felix Mattes. Er ist Forschungskoordinator Energie- und Klimaschutz am Öko-Institut in Berlin. Er ist studierter Elektrotechniker, promovierte im Bereich Politikwissenschaft. Er ist Mitglied der Gesellschaft für Energiewissenschaft und Energiepolitik. Und seit 2009 ist er Forschungskoordinator für Energie- und Klimapolitik. In diesem Zusammenhang ist er auch Buchautor und heute mit seinem Vortrag live hier bei uns zu Gast. Da ist er auch schon zugeschaltet. Hallo, Herr Mattes, ich begrüße Sie recht herzlich. Der Bildschirm gehört Ihnen. Herzlichen Dank für die freundliche Einladung und für das interessante Thema. Ich will versuchen, so einen kleinen Rundumschlag um die Debatte der Rolle, der Kosten und der Handlungsnotwendigkeiten bei Wasserstoff zu machen. Ich bin ja im Nebenamt auch noch Mitglied des Nationalen Wasserstoffrats und komme eigentlich aus so einem sehr evangelischen Hintergrund. Und als guter Protestant kennt man ja immer den Unterschied zwischen Lösung und Erlösung sehr präzise. Und ich glaube, auch vor dem Hintergrund der diversen Debatten müssen wir versuchen, bei der Wasserstoffdebatte so ein bisschen aus der Erlösungsfacette rauskommen und uns mal gucken, was ist die wirkliche Lösungsdebatte. Und das ist eben bei Wasserstoff besonders schwierig, weil es sich, und das hat Thorsten Müller schon gesagt, die ganze Sache aus einer Vielzahl von einzelnen Puzzlesteinen zusammensetzt. Und deswegen will ich versuchen, mit Ihnen da so einen kleinen Durchgang zu machen. Eins ist völlig klar, Wasserstoff wird in einer klimaneutralen Volkswirtschaft
eine große Rolle spielen müssen. Das ist auch die zentrale Veränderung der Rahmenbedingungen, die sich in den letzten 5 Jahren ergeben hat. Wenn wir uns einmal denken, eine Welt, in der es um die Minderung der Treibhausgasemissionen so in der Größenordnung von 80% geht, dann hat da Wasserstoff wahrscheinlich keinen Platz. Dann ist für die letzten 20% am Ende des Tages Erdgas unschlagbar. Das war über viele Jahre das Paradigma der energiewirtschaftlichen und klimapolitischen Debatte. Es hat sich fundamental geändert. Wir reden über klimaneutrale Volkswirtschaften und da spielt dann auf einmal Wasserstoff eine nicht ganz unmaßgebliche Rolle. Trotzdem, Wasserstoff ist eine der aus meiner Sicht 4 zentralen Säulen einer klimaneutralen Volkswirtschaft. Und er steht dann auch in dieser Reihenfolge auf Platz 4. Diese Reihenfolge, die hat eine Menge von Determinanten. Eine der zentralen ist sicherlich Kosten. Also es heißt, Wasserstoff steht nach Energieeffizienz, nach dem Direkteinsatz von erneuerbaren Energien und der regenerativen Stromerzeugung und nach der Elektrifizierung als 4. Zentrale Säule statt. Und das heißt dann eben auch, dass man versuchen sollte, das immer auch im Kontext der anderen Optionen zu sehen. Wenn man sich die Studienlage da mal anguckt, dann ist eins klar, wenn man wirklich Klimaneutralität ernst nimmt für die Volkswirtschaften, das heißt also im Energie- und auch im Industriebereich, dann werden wir sehr erhebliche Wasserstoffmengen brauchen. Die Studienbandbreite für Deutschland, die gibt da für das Jahr 2050 so eine Bandbreite von 300 bis 900 Terawattstunden her. Das ist abhängig von der Frage, wie viel Energieeffizienz wird gemacht, wie viel Biomasse ist verfügbar, wird CCS eine Rolle spielen, etc. etc. Aber eine große Bandbreite, aber es sind eben auch keine 4-stelligen Terawattstunden Größen. Das sieht ein bisschen anders aus für 2030. Da sind die Studien irgendwo in der Bandbreite zwischen 0 und 60 Terawattstunden im Kontext der neuen europäischen Ziele, also 55% Emissionsminderung für die EU27 gegenüber 1990. Da werden wir wahrscheinlich so bei einem notwendigen Beitrag in der Größenordnung von 50 bis 60 Terawattstunden dann landen müssen. Wie gesagt, zum Vergleich, wir haben jetzt eine tolle Wasserstoffstrategie, über die rede ich nachher auch noch, die sagt 5 Gigawatt Elektrolyseleistung im Jahr 2030. Das sind so in der Größenordnung von 15 Terawattstunden. Das heißt also, mit dieser Strategie adressieren wir ein Viertel dessen, was man eigentlich brauchen wird, wenn man die neuen europäischen Ziele ernst nimmt. Und wie gesagt, ein europäisches Ziel von 55% Emissionsminderung übersetzt sich ja typisch für Deutschland in so einen Wert von 65%. Das ist ein ganz erheblicher Schub, den wir da kriegen müssen, insbesondere aus Sektoren, in denen wir im Moment noch nicht so richtig auf dem Minderungspfad sind. Wie gesagt, wir haben so diese Debatte, ja, und Wasserstoff ist das Wichtigste und die Wertschöpfung im Lande ist bei Wasserstoff das zentrale Argument. Sozusagen, da finde ich immer, müssen wir ein bisschen zurücktreten und dieses Zurücktreten kann man sehr schön mit einer Faustformel machen, die ich 9-3-9-3 nennen würde. Also wenn wir wirklich uns die Studien angucken für Klimaneutralität, werden wir im Jahr 2050 etwa 900 Terawattstunden erneuerbaren Strom brauchen. Der muss erzeugt werden. Die Flächen dafür müssen vorhanden sein. Die Akzeptanz müssen dafür vorhanden sein. Also so diese Debatte, wir haben unheimliche Mengen an Überschussstrom, wenn man mal die Säulen 2 und 3 mitdenkt, die kann man dann auch schon mal in Frage stellen. Wir haben, wie gesagt, die Bandbreite von zwischen 300 und 900 Terawattstunden Wasserstoff und wir haben in der Größenordnung, und das ist ja auch für Mecklenburg-Vorpommern nicht ganz uninteressant, wir werden am Ende des Tages irgendwas um die 300 Terawattstunden Biomasse brauchen. Das ist die Faustformel, mit der man sozusagen in Klimaneutralität im Kern erklären kann und dann kann man sich jeder dieser Zahlen widmen und sagen, wo sind wir da, was müssen wir da noch tun, bleibt da noch was über, wie müssen wir das einordnen. Bei den Nachfragesektoren für Wasserstoff, da gibt es ja so eine umfangreiche Diskussion. Ich glaube, wir haben drei Sicherheitsbestände. Für einige Sektoren ist die erhebliche Wasserstoffnachfrage sehr klar. Das ist Industrie, das ist der Luftverkehr, das ist der Schiffsverkehr, das ist das Stromsystem. Wir haben ein paar Bereiche, die sind, wo man sagen kann, okay, das wissen wir heute nicht. Das wird sich in den nächsten 10, 15 Jahren zeigen.
Es ist insbesondere der Schwerlastgüterverkehr ein Teil des Schienenverkehrs. Und einige sind insbesondere aus der Kostenperspektive hoch umstritten. Das ist die dezentrale Wärmeerzeugung und das ist die Rolle, die Wasserstoff im Pkw-Bereich spielen kann. Wie gesagt, hier haben wir eine große Zahl von Analysen da. Die sind manchmal mit einer sehr klaren Zielstellung verfasst. Ich werde versuchen, das sozusagen im Folgenden noch ein bisschen abzuschichten. Das Wichtige und was man immer im Hintergrund behalten muss, ist, Wasserstoff ist mehr als nur ein Energieträger. Wasserstoff ist aus unserer Sicht eher eine Plattform, weil man ihn aus vielerlei Quellen auch weitgehend klimaneutral herstellen kann und weil man Wasserstoff nicht nur als Energieträger nutzen kann, sondern daraus auch eine große Zahl von weiteren Produkten erzeugen kann. Das reicht dann von Düngemitteln bis hin zu Rohstoffen für chemische Prozesse etc. etc. Die Herstellungspfade sind vielfältig. Ich will da jetzt nicht im Ganzen durchgehen. Wir reden über grünen Wasserstoff. Ich will aber sehr klar machen, dass Wasserstoff immer nur so grün ist wie die Stromerzeugung. Und wenn wir nicht genügend grüne Stromerzeugung haben und wenn für die Elektrolyse von Wasser zu Wasserstoff ein zusätzliches, im besten Fall ein Gaskraftwerk angeworfen wird, dann ist das eben in Fakt dann auch ein grauer Wasserstoff. Wie gesagt, der blaue, der wird aus Erdgas über Dampfreformierung und CCS gemacht. Das heißt also, wenn man da 90% CO2 abscheidet, dann ist ja wirklich auch zu 90%, dann steht ja auch für eine 90%ige Emissionsreduktion. Und das hat diese beiden Beispiele zeigen schon mal, dass die Debatte, die so einfach erscheint, in der Realität dann doch ein bisschen komplexer wird. Und am Ende des Tages zählt es nicht, welche Kosten und welche Emissionsminderungen man sich errechnet, sondern welche Kosten und Emissionsminderungen in der Realität dann auftreten. Das heißt, von irgendjemand bezahlt werden müssen, beziehungsweise im nationalen Treibhausgasinventar sich dann auch mal niederschlagen müssen. Wir haben eine unheimliche Zahl von Studien ausgewertet, die mich teilweise sozusagen ehrlich gesagt auch böse gemacht haben, weil man eigentlich immer alles rechnen kann. Und ich habe Ihnen hier mal so eine Einordnungsübersicht gezeigt, um Ihnen zu zeigen, worüber wir reden. Die gelben Balken, das sind so verschiedene Wasserstoffkosten, also immer bezogen auf den unteren Heizwert. Das heißt, wir haben hier zwischen 40 und 120 Euro die Megawattstunde Wasserstoffkosten. Das sagt einem jetzt erstmal nicht so viel. Wenn man heute fossilen Wasserstoff kauft, dann kostet der so zwischen einem und 1,50 Euro pro Kilogramm. Das sind am Ende zwischen 30 und 50 Euro die Megawattstunde, wenn man das umrechnet in Energieinhalte. Das heißt, selbst der fossile Wasserstoff heute ist schon eine ziemlich teure Veranstaltung. Wenn man das mal mit Erdgaspreisen oder mit Preisen für Rohöl oder für Benzin oder Diesel vergleicht. Das heißt, Sie sehen hier schon mal so ein bisschen eine Einordnung. Und bei den fossilen Energieträgern haben wir dann immer mal daneben geschrieben, welche CO2-Preise müsste man aufrufen, um da eine Kostenparität zu erreichen. Das ist in Wahrheit immer ein bisschen komplexer, zeigt aber so ein bisschen die Zielmarke, wo wir hin müssen im Kontext zwischen Kostensenkung für Wasserstoff und wasserstoffbasierte Produkte und bei der Verteuerung von den fossilen Alternativen. Ganz rechts sehen Sie noch den interessanten Fall Ammoniak. Das heißt, der erste wirklich hochattraktive Anwendungsfall für Wasserstoff wird vermutlich die Herstellung von Ammoniak sein, der eine Grundlage für viele wichtige Stoffe im Bereich der Düngemittel etc. spielt. Weil wir so böse waren über diese vielen Studien und Thorsten Müller hat ja eben auch so ein paar gezeigt, das sind natürlich immer annahmengetriebene Berechnungen. Und man kann sich da bewerfen mit Studien, das war aber unbefriedigend. Das heißt, wir haben mal versucht, eine Darstellung zu entwickeln, welche Annahmen treiben denn welche Ergebnisse und wo finden sich denn dann da unterschiedliche Optionen für die Wasserstoffproduktion. Wie gesagt, hier sehen Sie auf der horizontalen Achse immer abgetragen, welche Auslastung die Elektrolyseanlage hat und auf der vertikalen
vertikalen Achse sehen Sie immer, wie hoch sind die stromkostenfreie Elektrolyseanlage. Und an den Farben können Sie immer so ein bisschen erkennen, welche CO2-Preise wir aufrufen müssten, um da eine Kostenparität hier an diesem Beispiel jetzt für Erdgas aufzurufen. So, und dann kann man sich mal hier, sieht man erstens, man kann zwischen 15 Euro die Megawattstunde und 300 Euro die Megawattstunde jegliche Wasserstoffkosten ausrechnen. So, jetzt ist die Frage, wo sind wir denn da in den einzelnen Produktionsgeschichten? Erstens, wir haben eine große Menge von Diskussionen um den sogenannten Überschussstrom, also abgeregelten Strom, der wäre im Prinzip zu Kosten von null verfügbar, aber eben auch bis auf Weiteres in einer überschaubaren Zahl von Stunden. Und dann sehen Sie selbst, wenn noch zum heutigen Stand der Technologiekosten der Strom zu null zur Verfügung stände, sind wir immer noch bei Erzeugungskosten, die irgendwo zwischen 70 und 200 Euro pro Megawattstunde liegen. Das heißt, wir müssten am Ende des Tages über 300 Euro die Megawattstunde für die Tonne CO2, über 300 Euro pro Tonne CO2 aufrufen, um das wirtschaftlich zu machen. Das zeigt also erstens, eine Fokussierung der Wasserstoffdiskussion nur auf die Stromkosten führt nicht weiter. Das heißt, wir reden dann über drei andere Fälle. Das ist die nationale Erzeugung. Wenn wir mal sagen, okay, wir kommen jetzt bei Neuanlagen so in den Bereich der 30 bis 40 Euro die Megawattstunde, wenn man das in der Nähe der Elektrolyseanlage baut, und das ist schon die erste Schlussfolgerung. Die Frage ist, es nicht nur der Stromerzeugungskosten, sondern auch der Kosten für Netze etc. Da stellen sich dann sehr interessante Gegebenheiten ein in Bezug auf On-Site-Produktion versus Netzbezug. Aber hier mal so nur ganz idealtypisch die drei deutschen Hauptregenerativquellen mit 1000 Stunden PV-Erzeugung, mit 2000 so irgendwie Onshore-Wind und 4000 ist Offshore-Wind. Wenn man so eine Kombination aus Solar und Onshore-Wind macht, dann kommt man so wahrscheinlich auch in die 3500er Stunden. Das heißt, wir sind da weiterhin bei heutigem Technologiestand in einem dann doch nicht so sehr gelben oder grünen Bereich. Dann haben wir sozusagen die anderen Standorte, jetzt mal unter Ausblendung von Transportkosten. Wenn man also in die Atacama-Wüste geht oder nach Patagonien oder Nordafrika, dann sehen Sie, da liegt man dann rein wegen der Auslastungsbedingungen und der großen Rolle der Investitionskosten dann doch schon in anderen Bereichen, die auch schon mal hellgrün werden können. Wie gesagt, ich werde gleich noch ein bisschen Wasser das ist überall außerhalb von Deutschland ganz furchtbar billig. Ich werde da gleich noch ein bisschen Wasser in den Wein kippen. So, das heißt also, wir müssen uns darum kümmern, dass der grüne Wasserstoff nicht nur auf der Stromseite, sondern am Ende des Tages auch noch auf der Kostenseite und der Auslastungsseite adressiert werden muss. Und jetzt machen wir mal einen großen Sprung. Das ist mein Photovoltaik-Szenario. Das heißt, wir kriegen die Kosten für Elektrolyseanlagen um den Faktor 7 runtergekauft und springen mal kurz ins Jahr 2050. Das muss nicht so kommen, aber das ist mal das optische Szenario. Wie gesagt, hier wiederum ohne Transportkosten. Und dann sehen Sie hier, wenn uns das gelingt, dann haben wir dieses Nischensegment für die Ausbalancierung des nationalen Stromsystems, sind wir da in sehr attraktiven Bereichen. Das heißt, so bei 1000 Stunden sind wir dann durchaus im Bereich, was heute Erdgas kostet. Das heißt, selbst ohne CO2-Kosten wären wir da konkurrenzfähig. Aber die Frage ist, wie viel von diesem sogenannten Überschussstrom werden wir denn haben? Das sieht dann so ein bisschen anders aus für die drei einheimischen Quellen. Da sind wir dann so in Werten zwischen 50 und 70. Da brauchen wir dann auch schon dreistellige Tonnen Euro pro Tonne CO2-Beträge. Aber das ist vorstellbar. Und hier müssen wir dann gucken, inwieweit geht das einher mit dieser 9393-Regelung. Also wie viel regenerativen Strom haben wir eigentlich jenseits des direkten Strombedarfs von etwa 900 Terawattstunden noch übrig? Und dann haben Sie hier wieder die internationalen Standorte. Hier nochmal darauf hin,
hingewiesen, dass das OECD oder High-Governance-Staaten sind. Wenn Sie in andere Staaten gehen, die auch immer so genannt werden, dann reden wir natürlich nicht über gewichtete Kapitalkostensätze von 5%. Und das heißt also sozusagen, wir müssen uns immer klar machen, es geht nicht nur um die Stromerzeugungskosten, es geht auch um die Auslastung der Elektrolyse und es geht am Ende des Tages auch um die gewichteten Kapitalkostensätze. Und dann lese ich da voller Rührung immer viele Studien, dass das in Somalia so ganz billig ist. Wir reden da aber vermutlich nicht über 5% gewichteten Kapitalkostensatz, sondern irgendwie über 15, 20, 25. Und dann sind wir im tiefroten Bereich. Sozusagen das gesagt, zeigt aber auch nochmal, der international produzierte grüne Wasserstoff hat einen großen Nachteil. Er muss transportiert werden. Und wenn wir die Transportkosten runtergedrückt kriegen, erheblich, wie gesagt, das ist jetzt hier das Innovationsszenario, dann sehen Sie schon, dass die Transportkosten auch den Antransport aus attraktiv gelegenen internationalen Regenerativstandorten dann doch die Kosten da auch wieder in die 40er, 50er, 60er Euro die Megawattstunde sozusagen Dimensionen nach oben treiben. Wie gesagt, das ist dann bei Strom einstandskostenfreie Elektrolyse irgendwo zwischen 15 und 30 Euro die Megawattstunde und bei relativ hohen Auslastung. Das heißt also, man muss dringend einen Blick auf das Gesamtbild ziehen. Hier nur nochmal, das ist nicht die Diskussion von heute, aber es gibt natürlich in Bezug auf klimaneutralen oder weitgehend klimaneutralen Wasserstoff auch noch die Konkurrenz des Blauen. Und Sie sehen, dass wir da heute in der 50er, 60er Region sind. Das heißt, es gibt auch Konkurrenz am Ende des Tages für grünen Wasserstoff beziehungsweise Konkurrenz dann auch für Wasserstoffanwendungen, die in unterschiedlichen Staaten, die sich da unterschiedlich aufstellen, sich natürlich auch dann in Kosten und Erträgen materialisieren. Aber wie gesagt, das ist heute nicht das Thema. Sie sehen hier nochmal, wie die Transportkosten reinschlagen können. Das heißt also, die Transportkosten sind bei der Importfrage das K.O.-Kriterium. Wenn wir da nicht zur Lösung kommen, dann sind wir nicht im Bereich hoher Importe. Wie gesagt, hier auch nochmal das Ganze mit synthetischen Kraftstoffen. Das ist ja auch so eine Diskussion. Sie sehen, dass wir hier selbst im Durchbruchsszenario sozusagen in ganz anderen Regionen liegen. Das führt mich dann zu meinen zwei letzten Slides, zu den Schlussfolgerungen. Wir sind bei Wasserstoff und insbesondere bei grünem Wasserstoff, der die zentrale Lösung sein wird und sein muss am Ende des Tages, letztendlich bei fünf verschiedenen Zielen, an denen sich Politik am Ende des Tages ausrichten muss. Das heißt, wie können wir einen Rahmen schaffen, damit Grünstrom einstandskostenfreie Elektrolyse bei 40 Euro die Megawattstunde unter drunter liegen? Das ist jetzt eine straffe Annahme, da muss noch viel passieren. Wie kommen wir dazu, dass die Elektrolyse-Investitionskosten im Technologiemix heute von etwa 700 Euro pro Kilowatt, dass wir die runterkriegen um mehr als drei Viertel? Welche Konstellationen der Elektrolyse können wir uns vorstellen oder konstruieren, sodass diese Anlagen 4.000 Stunden dann auch klimaneutral betrieben werden und nicht sozusagen 4.000 Stunden regenerativ und dann noch 3.000 Stunden irgendwie auf der Basis von Stromerzeugung aus Gaskraft? Wir werden die internationalen Antransportkosten auf einen halben Euro pro Kilogramm Wasserstoff senken müssen. Das heißt, wir reden da dann schon über 15 Euro die Megawattstunde allein für den Transport im Durchbruchsszenario. Und am Ende des Tages müssen wir fossile Energieträger bepreisen. Das ist nicht heute und morgen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke, sondern zur Schließung der langfristigen Wirtschaftlichkeitslücke oder Paritätslücke in der Größenordnung von 100 bis 150 Euro pro Tonne CO2. Und das ist dann nicht nur nicht oder eher nicht im Haushaltsbereich, sondern eher im Industriebereich etc. etc. Das heißt, wir werden am Ende des Tages, und das ist meine zentrale Botschaft, wir werden die gesamte Bandbreite der Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Schließung der heutigen, aber eben auch der zukünftigen Wirtschaftlichkeitslücke sozusagen adressieren müssen. Und das ist das große Problem, dass wir im Moment eine Diskussion führen, da die EEG-Befreiung ist der zentrale Hebel zur Erzielung von marktgängigem Wasserstoff. Nee, es ist eine Voraussetzung, aber eben keine ausreichende. Das heißt, wir sind bei den Betriebskosten
Kostenentlastung. Wir sind bei den Investitionskostenentlastungen. Wir sind bei der Produktförderung. Das sind dann diese berühmten Carbon Contracts for Difference. Wir sind aber auch, Thorsten Müller hat das erwähnt, bei möglichen Nutzungsverpflichtungen und am Ende des Tages auch abhängig von der CO2-Bepreisung. Und meine Hypothese wäre mal, wenn wir Marktgängigkeit im Technologie- und Kostensenkungshochlauf kriegen wollen, werden wir mindestens für jede Konstellation mindestens drei dieser Hebel ziehen müssen. Einer dieser Hebel wird zumindest für die nächsten 10 bis 15 Jahre nicht ausreichen. Und da sind wir in der politischen Herausforderung, dass wir jetzt, Sie haben ja alle diese Matrix gesehen, wie die Fördermittel, wie die Fördergelder für Wasserstoff verteilt werden. So, und da droht am Horizont, dass wir sozusagen weitgehend beliebige und isolierte Förderprogramme auflegen, die aber nur im glücklichen Zufallsfall im Zusammenwirken für Marktgängigkeit sorgen. Das heißt, die Gefahr von erheblicher Unterförderung oder massiver Überforderung ist groß. Und das ist das, wo wir Ordnung in das Puzzle in den nächsten, ich sage jetzt mal, 12 bis 24 Monaten bringen müssen. Meine Schlussfolie. Wie gesagt, 2030 werden wir erhebliche Wasserstoffmengen bereits benötigen, wenn wir die Ziele ernst nehmen. So, das heißt, wir haben aus meiner Sicht 6 Großbaustellen. Wie viel grünen Wasserstoff werden wir erzeugen können? An welchen Standorten? Das ist dann zum Beispiel die Auslastungsfrage, die ich vorhin genannt habe. Wie kriegen wir die Kosten runter? Welchen Ausbau der Grünstromerzeugung wird notwendig sein? Weil, wie gesagt, wenn da kein zusätzlicher Grünstrom ins System kommt, ist das grauer Wasserstoff. Und zu welchen Kosten und mit welchen Fördermitteln können wir das möglich machen? Was wird der Staat bezahlen? Was muss der Kunde bezahlen? Etc. etc. Das ist eine große komplexe Aufgabe, die ist keineswegs trivial. Die steht jetzt im Wasserstoffrat bevor und ich hoffe, dass wir in einen Prozess kommen, wo wir diese 5 verschiedenen Hebel anfangen zusammenzudenken. Zweitens, welche Prozesse, das hat Thorsten Müller auch schon gesagt, müssen zur Sicherung zukünftiger Importe von klimaneutralem Wasserstoff, wie gesagt, ich würde da mal auch den blauen nicht ausschließen, und der Nachhaltigkeitsintegrität angestoßen werden. Ich will noch daran erinnern, wir haben im Bereich der Biomasse auch schon mal eine Importdiskussion gnadenlos an die Wand gesetzt, weil wir eben nicht ernst genommen haben, dass Nachhaltigkeitsintegrität ein wichtiger Parameter ist. Das heißt also, wir müssen den Dialog mit den Lieferregionen starten und wir müssen uns um die Nachhaltigkeitsintegrität kümmern. Das heißt aber auch, weil das ein bisschen länger dauern wird, dass für das Jahr 2030 da noch keine großen Importmengen, ich nehme jetzt mal Spanien, Portugal, Norwegen und vielleicht noch Polen, aus, aber darüber hinaus werden wir nicht zu großen Importmengen kommen. Wir müssen aber diese Prozesse anstoßen, damit wir nach 2030 dazu Importmengen kommen können. Drittens, ganz schwierig, in welchen Sektoren wir müssen, weil das eine teure Veranstaltung ist und weil die Alternativen sehr unterschiedlich sind, sollte und kann oder muss die Sektorallokation adressiert werden. Wie gesagt, nur mal an einem Beispiel, sozusagen, wir haben eine Diskussion, Wasserstoff muss unbedingt von der EEG-Umlage befreit werden, würde ich sagen, ja, aber warum dann nicht auch die alternative Technologie, nämlich die Wärmepumpe? Und das heißt, es kann sein, dass wir uns hier bei einer selektiven Betrachtung in einen neuen Dschungel verheddern. Für mich heißt das zum Beispiel im Bereich der EEG-Umlage, dass die EEG-Umlage im Grundsatz ganz weg muss, weil sonst bauen wir nicht nur bestehende Verzerrungen ab, sondern wir bauen eben auch neue Verzerrungen auf und dann ist das eine komplexe Geschichte. Wie gesagt, man kann das aus der Draufsicht, aus der volkswirtschaftlichen Sicht, kann man sagen, sollte man es. Es steht aber auch die Frage, kann man und muss man? Sozusagen, man kann niemanden verbieten, Wasserstoff zu kaufen und zu nutzen. Die Frage ist, das wird ja auch gemacht, wenn Sie sich Greenpeace Energy und Windgas angucken, dann kann man das heute in den Niedrigtemperaturbereich schicken, aber muss man es dann fördern und muss man eine Infrastrukturentwicklung vorantreiben, die das auch ermöglicht? Das ist eine spannende Frage und deswegen ist die Frage der Sektorallokation, die kann man nicht mit weißer Salbe wie Technologieneutralität zusalben, sondern da wird man irgendwann Entscheidungen treffen müssen, weil gefördert werden muss und weil Infrastruktur entwickelt werden muss. Vierter Punkt, es gibt Spannungsfelder zwischen Kostendegression. Wir müssen die Kosten für die Elektrolyse runterkriegen.
effektiver Emissionsminderung. Das kann zum Teil gehen auf zu Kosten der Emissionsminderung, aber wir dürfen keine Kostendegressionsstrategie nach vorne stellen, die dann nicht mehr zur Emissionsminderung führt. Sozusagen die Frage ist, welcher Strom geht in die Elektrolyseanlagen. Es gibt die industriepolitische Frage, was ist der Anteil deutscher Produzenten im Anwendungs-, im Erzeugungsbereich etc. Und wir haben auch ein paar geopolitische Fragen, weil sich damit Außenhandelsströme verändern werden. Und zwar nicht nur netto, sondern auch sehr, sehr unterschiedlich bezüglich der Geografie. Wie können wir das transparent und effektiv adressieren müssen, weil es am Ende des Tages, und deswegen geht es eben um Lösung und nicht um Erlösung, weil wir diese Spannungsfelder uns sehr klar verdeutlichen müssen und da auch Ansätze finden müssen. Fünfter Punkt, wie können die Infrastrukturanpassungen frühzeitig initiiert werden? Da geht es sicherlich um Pipelines. Es geht aber auch die Frage, in welcher Phase wird On-Site-Produktion und Lieferungen über Pipelines eine große Rolle spielen? Wann muss das geplant werden? Wie muss das integriert werden? Etc. etc. Und der letzte Punkt ist, wie kann ein geeigneter Regulierungsrahmen geschaffen werden? Das sagt sich so einfach, aber nur mal so aus dem Beispiel. Im Moment ist Wasserstoff kein Energieträger im Sinne des Energiewirtschaftsrechts. Das heißt, wenn Sie eine bestehende Erdgaspipeline umrüsten wollen in Richtung von Wasserstoff, dann geht das heute nicht, weil wenn Sie die nicht mehr für Erdgas nutzen müssen und für Wasserstoff nutzen, weil das im ENWG nicht so vorkommt, müssen Sie die verlieren Sie alle Wegenutzungsrechte etc. etc. Das heißt also, der Regulierungsrahmen muss wirklich breit angepasst werden. Und da haben wir ein paar Regelungen, die sind aber zu selektiv und letztendlich nicht wirklich auf den notwendigen Hochlauf dieses neuen Rohstoffs oder Energieträgers ausgerichtet. Wenn Sie sozusagen das, was ich jetzt im Schnelldurchgang gemacht habe, nochmal nachlesen wollen, dann können Sie das hier tun. Sie kriegen die Unterlagen da und ich danke Ihnen dann für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Herrn Dr. Mattis für diese umfangreiche Einschätzung. Also Sie merken schon, meine Damen und Herren, es ist ein ganz interessantes Thema und es wird sicherlich wahrscheinlich heute nicht ausreichen, das Ganze zu besprechen. Der nächste Referent steht schon in den Startlöchern. Ich darf begrüßen Herrn Dr. Oliver Provalla. Er ist Energieexperte Power2X des BUND-Bundesverbandes in Berlin. Er promovierte an der Uni in Marburg über die Rolle der Klimaforschung bei der Globalisierung der Energiewende, ist mehrfacher Buchautor. Und im Anschluss an seinen Vortrag, meine Damen und Herren, werden wir einige Fragen, die Sie schon im Chat bzw. Frage-Antwort-Chat gestellt haben, hier auch nochmal in die Runde stellen. Sie sind teilweise direkt adressiert, teilweise allgemein gehalten. Aber erstmal lauschen wir den Ausführungen von Herrn Dr. Oliver Provalla. Bitte schön, Herr Provalla. Ja, hallo. Ich hoffe, das läuft technisch einigermaßen reibungslos. Bei Herrn Mattis ruckelten die Präsentation gerade schon. Ich hoffe, das geht etwas besser. Ich hatte schon Probleme, müssen Sie Bescheid sagen. Ich habe alle anderen Browser schon geschlossen und so weiter. Ja, hallo, genau. Ich bin Oliver Powell. Ich arbeite hier beim BUND, vor allem im Copernicus-Projekt Power2X und begleite auch unseren Vorstand Verena Greichen bei der Arbeit im Nationalen Wasserstoffrat. Dadurch bin ich auch mit Herrn Mattis im Austausch hin und wieder. Wir sind da sicherlich in vielen Punkten nah beieinander, aber haben auch eigene Akzente. Das ist, glaube ich, irgendwie auch gut so in der Form. Die werden vielleicht jetzt auch nochmal deutlich werden, vielleicht schon bei der Überschrift. Wir reden eben über eine rein grüne Wasserstoffstrategie und machen uns viele Gedanken darüber, wie das gehen kann, also eben auch mit maximalem Ertrag für den Klimaschutz. So, jetzt versuche ich mal hier weiter zu gehen. Wir haben da für uns erstmal für das Thema bestimmte Leitgedanken formuliert, was die Erzeugung, was Nachfrage, was Hartabhängigkeit angeht. Also was bei der Erzeugung ganz links, sagen wir, das Tempo vom Power-to-X-Ausbau muss zum Ausbau der erneuerbaren Energien passen. Es muss gut abgestimmt sein. Das ist erster Grundsatz. Und Elektrolyseure müssen immer positive Wechselwirkung mit dem Stromsystem haben. Also wir brauchen eine Förderung von Flexibilität. Das darf nicht unter den Tisch fallen. Wichtig ist aber eben doch auf der Nachfrageseite zu steuern und das nicht außen vor zu lassen. Also Effizienz und Suffizienz, auch im Hinblick vielleicht auf mögliche Postwachstumsstrategien, müssen Teil der Debatte bleiben und dürfen nicht einfach ausgeblendet werden.
Und dabei geht grundsätzlich eben den Power-to-X-Einsatz nicht so früh wie möglich zu haben, wie das zum Teil von der Industrie auch propagiert wird, sondern so nachhaltig wie möglich Power-to-X einzusetzen. Und hinsichtlich der möglichen Fahrtabhängigkeiten ist es ganz wichtig zu sehen, dass die inländische Nachfrage natürlich auch die ökologische Qualität ausländischer Produkte, Produktionen beeinflusst. Also wir brauchen ganz klare Nachhaltigkeitsstandards von Beginn an. Und wir sorgen uns nicht so sehr um den Lock-in bei fossilen Erzeugungsquellen, oder wir sorgen uns auch um den Lock-in, aber wir propagieren vor allem den Lock-out fossiler Erzeugungsquellen von Beginn an. Ich denke, das ist auch ein Unterschied nochmal zum Öko-Institut an der Stelle. Also zur Erzeugungsseite ist Folgendes zu sagen: Also der grüne Wasserstoff, den haben wir für uns so definiert, er wird halt durch erneuerbaren Strom aus Elektrolyseverfahren gewonnen, und zwar durch zusätzliche und dafür bestimmte, also ausgewiesene oder überschüssige erneuerbare Energien. Was Sie da unten sehen, also dieser Pfeil, der skizziert so ein bisschen, wie wir uns den Markthochlauf vorstellen. Also das ist nicht abschließend all das, was sozusagen genutzt werden soll, aber so gehen wir das Thema an. Also erstmal muss sozusagen eine möglichst effektive, vollständige Nutzung von Überschussstrom passieren. Direktlieferungen, PPAs, finden wir eine spannende Sache. Demonstrationsprojekte müssen natürlich weiterfahren, und auch Bürgerenergie sollte sozusagen so weit möglich eine besondere Rolle spielen, und die Förderung, die politische, sollte sich erstmal auf diese Projekte konzentrieren. Dann ist immer wichtig, also wenn man den Marktverlauf weiterdenkt, dass es halt um zusätzliche erneuerbare Energien geht und dass Anlagen auch bestenfalls immer so betriebsoptimiert sind, dass sie den Wasserstoff vor allem dann erzeugen, wenn eben viel, möglichst viel erneuerbare Energien im Netz sind. Das ist eine Anforderung sozusagen, die muss mitgedacht werden, die darf nicht unter den Tisch fallen. Und dann sehen wir das Thema vor allen Dingen auf europäischer Ebene. Also wir hoffen uns da einen Schub für den EU-Energiebinnenmarkt und hoffen wir auch, dass auf europäischer Ebene entsprechende Nachhaltigkeitsstandards etabliert werden und sozusagen die internationalen Importe, die dann irgendwann später sicherlich in gewissem Umfang auch eine Rolle spielen werden, müssen eben so gedacht werden, dass der ambitionierte Klimaschutz in den Erzeugerstaaten immer Vorrang hat und dass der immer garantiert sein muss. Dann gibt es eben auch den blauen Wasserstoff, und wir sagen ganz klar, das ist für uns halt in dem Sinne die eine false solution, weil was Sie da sehen, das sind auf der Grafik, das sind Skizzen von Equinor, wie sie sich sozusagen den CO2-Abtransport vom europäischen Festland dann Richtung Norwegen vorstellen. Sie sehen, dass man muss auch eine größere Infrastruktur aufbauen, um sozusagen blauen Wasserstoff eventuell in Deutschland, also in Deutschland zu produzieren und CO2 abzutransportieren. Wir halten diese Infrastrukturinvestition sozusagen im Grunde genommen für Verschwendung, für eine Technologie, die wir nicht langfristig brauchen und angesichts der Klimakrise eigentlich auch nicht mehr rechtfertigen. Und es ist eben auch nicht ohne Kosten, nicht? Also die Erzeugungskosten eben bei 30 bis 55 Euro die Tonne und dann nochmal Capture-Kosten von 80 bis 90 Prozent. Das ist durchaus kostenintensiv. Deswegen sagen wir ganz klar, also wir brauchen keine weiteren fossilen Brückentechnologien. Grüner Wasserstoff ist ja im Grunde genommen, hat eine eigentlich ausreichende technologische Reife. Es ist eine Frage der Kosten, aber technologisch gesehen kann man das jetzt produzieren. Deswegen leuchtet uns nicht ein, oder es ist eine Frage des politischen Willens, diesen dann jetzt auch ausreichend zu produzieren. Und ganz wichtig eben, dass man vor allen Dingen erstmal auch Investitionszyklen der Industrie sich genau anguckt, wo ist denn jetzt Wasserstoff in welchem Umfang überhaupt sehr dringend nötig? Und kann man eventuell nicht eine grüne Wasserstoffstrategie fahren, die auf blauen Wasserstoff wirklich auch verzichtet? Dann haben wir es natürlich genau angeguckt, also auch im Hinblick auf die Arbeit im Wasserstoffrat, was ist jetzt die Vorlage gewesen der nationalen Wasserstoffstrategie? Da sind ja bestimmte Mengenbedarfe definiert, die da so schwanken zwischen 110 Terawattstunden BMU, 390 Terawattstunden BDI. Das sind sicherlich keine umfangreichen Analysen. Also da muss man auch sagen, die Wasserstoffstrategie bietet da eigentlich relativ wenig Orientierung, weil sie nicht ordentlich Szenarienarbeit leistet. Aber das wäre unseres Erachtens die erste Aufgabe einer Strategie, auch die Mengenbedarfe gut zu klassifizieren. Und man sieht das auch schon bei der Nachfrageentwicklung bis 2030. Also da werden zwischen 900 und 110 Terawattstunden angenommen. Das ist weit oberhalb des Standardszenarios. Und wir werden gleich sehen, dass man da auch in eine massive Importabhängigkeit einläuft.
Wir haben deshalb sozusagen uns auch nochmal Gedanken gemacht, selber, was ist das für uns so ein Leitszenario? Und Herr Mattes hat es gerade schon angesprochen, die meisten Szenarien schwanken so zwischen 300 und 900 Terawattstunden. Synthetische Energieträger, was sich ja immer sozusagen roundabout in dem doppelten Stromverbrauch übersetzt, also 460 bis 1800 Terawattstunden. Und das macht natürlich einen sehr, sehr großen Unterschied. Also wir haben da auch ein Szenario gefunden bei Fraunhofer ISE, was eben nochmal unterhalb von 300 Terawattstunden liegt und damit auch näher an unseren eigenen Überlegungen beim BUND und diese Erlegung nochmal etwas aktualisiert. Man muss sich nochmal genau angucken, was bedeutet das? Also wie ist so ein Szenario gebaut? Also vom Fraunhofer ISE, Wege zu einem klimaneutralen System, was sind im Grunde genommen die Hintergrundannahmen zur Suffizienz? Also dazu gehört dann Sinken der Stromnachfrage für Beleuchtung, Kühlung, IKT und mechanische Energie um 45%, Rückgang motorisierter Individualverkehr um 30%, Rückgang des Flugverkehrs um 55%, also nicht Corona-bedingt, sondern auch nach Corona. Rückgang der Nachfrage nach industrieller Prozesswärme bis 2050 um 0,75%. Also diese Themen sind ja gerade leider nicht so im Fokus der Wasserstoffdebatte, aber wir versuchen sie halt auch wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Und wo landet man dann? Und das ist halt sehr, sehr interessant, wenn man sich jetzt hier anguckt, wie sind sozusagen zu welchen Import-heimische Erzeugungsrelationen gelangt man denn da 2030, 2050? Und dann kann man hier sehen, dass der Unterschied zwischen 890 Terawattstunden und 230 Terawattstunden, also 890 wäre im Grunde genommen Status quo, alles, wo heute sozusagen Wasserstoff angewendet werden kann, wird auf Grundlage der heutigen Nachfrage auch eingesetzt, beziehungsweise Suffizienz, man geht massiv runter in den Verbräuchen, kommt man halt zu ganz anderen Relationen von Importen und heimische Erzeugung. Also im Suffizienzszenario geht Fraunhofer ISE davon aus, dass man sogar mehrheitlich heimisch erzeugt, mehrheitlich auf jeden Fall auch europäisch, während man eben in einem Status Quo-Szenario auf jeden Fall mehrheitlich importieren muss. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass Importe eben sozusagen nicht einfach festgesetzt sind als etwas, was man unbedingt braucht, sondern da gibt es sehr große graduelle Unterschiede, die langfristig wichtigen Unterschied machen, also nicht hinsichtlich Klimawirkung, aber natürlich auch was Kostenfragen angeht. Wenn wir über Importe reden und natürlich, also ne, auch bei Fraunhofer ISE sieht, es wird einen gewissen Anteil von Importen geben. Letztlich ist ganz wichtig, dass wir über Kriterien reden und das geht leider total unter. Also es herrscht ja so eine gewisse Bedienungsmentalität, also die deutsche Wirtschaft besorgt sich jetzt den Wasserstoff auf der ganzen Welt. Er ist ja irgendwie unbegrenzt da. Also manche sprechen ja auch schon von einem gewissen Neokolonialismus, der vor allen Dingen auch in der deutschen Debatte sehr prägend ist. In anderen europäischen Ländern wird das etwas mit Stirnrunzeln betrachtet, muss ich auch mal so zurückspiegeln. So, und also sind ja im Grunde genommen die Schlagzeilen kennen sie ja alle. Also Wasserstoff, so kommt die Industrie ans grüne Gold. Das ist im Grunde genommen die Mentalität. Dann gibt es jetzt verschiedene erste Projekte, die ja hochlaufen oder wo Gelder auch also fließen, also konkret jetzt nach Marokko zur Produktion von Wasserstoff oder grünem Ammoniak. Das sind ja 700 Millionen, glaube ich, für eine 100 MW Elektrolyseanlage. Das, was da produziert wird an grünem Ammoniak, wird im ersten Schritt, ich glaube, die ersten 5 Jahre ausschließlich in Marokko bleiben. Das muss man nur wissen. Also nichts davon gelangt überhaupt nach Deutschland. Perspektivisch eventuell schon, aber davon, also Deutschland zahlt erstmal und kriegt eigentlich nichts dafür. So ist die Realität dieser Prozess. Dann wird es jetzt als nächstes einen Potenzialatlas geben, grüner Wasserstoff und Fokus Westafrika und südliches Afrika. Daraufhin sollen dann weitere Kooperationsvereinbarungen geschlossen werden mit afrikanischen Staaten. Da werden wir sehr genau hingucken, was da jetzt eigentlich genau drin steht. Und es gibt sogar einen ersten australisch-deutschen Deal, also auch einen australischen Potenzialatlas. Das ist natürlich ein Stück weit auch sehr vermessen, denn selbst wenn es in Australien hat ja extrem hohe Kohlestromanteile noch im heimischen Energiemix, also selbst wenn dort irgendwann mal wirklich grüner Wasserstoff aus zusätzlichen erneuerbaren Energien hergestellt werden kann, muss man ja davon ausgehen, dass es erstmal ganz andere Nachfragezentren geht. Also aufgrund der Lage ist es natürlich vor allem Japan, Südostasien, China und Deutschland ist ja sehr, sehr weit weg und trotzdem schließt man da jetzt sozusagen einen Wasserstoffdeal und das wird als große Meldung publiziert. Da fragen wir uns schon so ein bisschen, was da eigentlich die Überlegungen hinter sind, das ist eigentlich ziemlich unrealistisch. So, und was ist jetzt aber im Grunde genommen ein Vorgehen, was wir auch der Bundesregierung da ganz stark empfehlen? Also man muss abschichten und die meisten Potenzialanalysen gucken vor allen Dingen sozusagen auf links, auf die technischen Potenziale.
Was wäre eben möglich, wenn man alle verfügbaren Flächen nutzt, Solaranlagen aufstellt? Wie viel Sonneneinstrahlung ist da? Wie viel Wind weht da? So sind die meisten Analysen gestrickt, die man da so sieht. Wenn man dann jetzt aber genau in die Länder anguckt, dann muss man halt ein wirtschaftliches Potenzial beachten. Also was kann wirtschaftlich überhaupt dargestellt werden? Wo sind Investitionsgelder da? Wo sind jetzt schon sozusagen Abnahmen da, wo man sagen kann, da investiert auch jemand? Was ist denn das nachhaltige Potenzial? Also welche Biodiversitätskriterien stehen möglicherweise der Flächennutzung entgegen? Was ist aber auch hinsichtlich der Wasserversorgung vor Ort zu berichtigen? Also gibt es möglicherweise, und das ist ja auch an vielen Orten so, also auch in Marokko, aber auch in Chile, gibt es ja auch einen Bedarf an solarer Entsalzung, der noch gar nicht realisiert ist. Der muss auch immer Vorrang haben. Ja, wann kann das abgeschlossen sein? Wann kann da weiter investiert werden? Was ist das soziale Potenzial? Was ist überhaupt akzeptiert? Ist eine solche Exportwirtschaft überhaupt sozusagen gewollt? Gibt es nicht dort vielleicht auch Konflikte, was sozusagen das Aufstellen von Windrädern oder Offshore-Nutzung angeht? Das muss man sich alles angucken. Und dann, was ist sozusagen politisch möglich? Wie sicher sind bestimmte Länder? Will man mit allen Ländern zusammenarbeiten? Wie weit sind die Länder überhaupt bereit, jetzt auf Exporte zu setzen? Oder wollen sie nicht doch vor allem das vorrangig national nutzen? Das muss man sich alles angucken und dann wird das sehr komplex. Zu den Anwendungen kann man sagen. Also wir haben uns auch Gedanken gemacht über die Sektoren. Es werden ja immer verschiedene Sachen genannt. Es werden auch meistens dieselben Sektoren genannt. Wir denken aber, man muss auch eine zeitliche Hierarchie da reinbringen. Also das Erste, was passieren muss, ist ja eigentlich die fossilen H2-Wendung erstmal zu ersetzen, diese etwa 70 Terawattstunden, um die es da geht. Dann kann man auch über das Einbeziehen weiterer Sektoren reden. Also im zweiten Schritt muss es darum gehen, dass man in der Industrie, da gibt es ja sicherlich technisch interessante und sinnvolle Anwendungen, also auch beim grünen Stahl, Beispiel, dass man da eben ein Lock-in in sozusagen veraltete Technologieprozesse vermeidet und genügend grünen Wasserstoff bereitstellt, dass auch sozusagen klimaneutrale Produktionsprozesse jetzt schon laufen können, dass eben nicht falsch investiert wird und sozusagen überaltete Technologien auch noch 30, 40 Jahre genutzt werden, obwohl man das jetzt vermeiden könnte. Dann im dritten Schritt, wenn dann eben noch Wasserstoff da ist, kann man natürlich auch über eine Minderung im unvermeidbaren Flugverkehr nachdenken. Und das alles geht natürlich bei sozusagen weiterhin geltenden Energieeffizienzanforderungen. Verschiedene Dinge, die wir jetzt weiter diskutieren gerade, sind zum Beispiel der Flugverkehr, was wir da sehen, ist so eine Containerlösung. Da gibt es ja Überlegungen, sowas dann irgendwie auch in den brasilianischen Urwald dann abgelegenen Flugplätzen aufzustellen, dass die da selber ein grünes Kerosin erzeugen können und dass sich das Fossile sozusagen einfliegen müssen. Das kann vielleicht eine sinnvolle einzelne Lösung sein, über die man nachdenken kann. Also natürlich gibt es eine gewisse Chance jetzt beim PTL-Flugverkehr, dass man Treibhausgase konkret reduziert, nur die CO2-Effekte natürlich, dass man Entwicklungskosten verlagert in ein Segment mit kaufkräftiger Nachfrage. Also wir sehen da PTL auch als eine Möglichkeit, Flugpreise zu erhöhen. Unterschied der BR, ich hatte das in Berlin schon mal gehalten, dass man natürlich sozusagen Flughäfen erstmal eine bessere Klimabilanz gibt. Aber es gibt natürlich auch viele Risiken, also dass man zum Beispiel die Nicht-CO2-Effekte, die ein 2/3 des Fliegens ausmachen, völlig vernachlässigt, dass wenn man jetzt auf eine Vollversorgung mit PTL geht, dass man natürlich riesige Terawattstunden an erneuerbaren Strom braucht, also das sind, glaube ich, für den gesamten deutschen Flugverkehr 270 Terawattstunden alleine und das wäre sozusagen, ja, mehr als die jetzige erneuerbare Stromerzeugung. Und natürlich auch im Flugverkehr stellt sich die Frage, ist denn PTL überhaupt sozusagen das Mittel der Zukunft? Denn es gibt ja jetzt auch von Airbus Überlegungen, dass man ein wirkliches Wasserstoffflugzeug mit einer Reichweite bis zu 3500 Kilometern baut für bis zu 200 Passagiere. Also wenn das eventuell die Zukunft ist, ab 2035 ist die Frage, ob man jetzt wirklich große Anstrengungen sozusagen unternehmen muss, um wirklich auf 100% PTL im Flugverkehr zu gehen oder ob man nicht vielleicht da eher Technologieoffenheit an der Stelle walten lassen sollte. Straßenverkehr, da sind wir sehr stark gegen den Einbezug. Das ist ja auch hier eine Grafik vom Öko-Institut. Also wir sehen hier, die E-Fuels haben ja sozusagen große Effizienzverluste links von bis zu 45% der Energie sind nur noch erhalten. Das kann man vielleicht ein bisschen steigern. Wenn man sich jetzt noch überlegt, was beim Verbrennungsmotor passiert, ganz links, diese LKW haben sie nur noch einen Gesamtwirkungsgrad von 21%. Während der Batterie-LKW 73% hätte und die Brennstoffzelle immerhin ein bisschen besser, 31%. Also
hoch ineffizient angesichts der knappen Menge erneuerbaren Stroms dringend davon abzuraten. Auf jeden Fall im Pkw-Bereich, im Lkw-Bereich, bei den großen Weichreiten kann man vielleicht ein Stück weit über Wasserstoff-Lkws nachdenken. Jetzt konkret haben wir eine Debatte über RED2-Umsetzung, wo das alles so ein bisschen konkreter wird. Das haben wir auch im Nationalen Wasserstoffrat schon geführt. Hier in dieser Tabelle sehen Sie erstmal, was es bräuchte, um das jetzt bestehende Klimaschutzprogramm 2030 im Verkehr umzusetzen. Da unten steht 2x0 bei Wasserstoff. Also man bräuchte in der Tat einfach 0 Wasserstoff, um dieses, die Verkehrsziele beim Klimaschutz zu erzielen. Was natürlich auch mit den enormen Potenzialen der batterieelektrischen Mobilität zu tun hat. Zwischen 4 und 10 Millionen Fahrzeuge sind da bis 2030 prognostiziert. Dann noch kurz ein Wort hier zum Bereich erneuerbares Methan. Also das ist jetzt auch hier ein Anwendungsbeispiel Berlin, wo man das sehr konkret ab 2031 diskutiert. Das macht vielleicht für die Fernwärme ein Stück weit Sinn, für die dezentralen Anwendungen auf jeden Fall nicht. Aber auch bei der Fernwärme jetzt konkret an Berlin diskutiert, haben wir bestimmte Probleme, also zum Beispiel, dass man nicht nur über Energieeffizienz redet und dass man die Berliner Haushalte direkt in die Weltmarktabhängigkeit und die Konkurrenz mit der Industrie schickt. Das würde dazu führen, dass man, das sieht man jetzt auch nochmal hier, also eine Strategie, die sagt, wir sanieren nicht mehr und nutzen nur sozusagen erneuerbares Methan oder Wasserstoff, ist deutlich teurer als eine, die sagt, wir nutzen Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Also das muss man dann auch über den Haushalt, nicht nur in Berlin, natürlich auch erklären, warum man das macht. So, ich sehe schon, der Moderator hat hier dazu geschaltet. Ich versuche hier noch schnell etwas zu den politischen Forderungen zu sagen. Ich überspringe mal kurz die Wasserstoffstrategie. Das hat der Mattes auch schon angekündigt. Interessant ist vielleicht noch die europäische Wasserstoffstrategie, denn die geht nämlich davon aus, dass man bis 2030 eine Kostenparität von grünem und fossilen Wasserstoff erreichen kann. Auf Grundlage von Zahlen der IEA. Sie rechnen damit, also sie gehen von einer jetzigen Kostendegression von 60% aus und schreiben die fort. Und das muss man sich nochmal genau angucken. Und ich finde, dass, wenn die Europäische Union das schon mal so vorgibt, ist ja ein bisschen die Frage, ob man nicht die nächsten 10 Jahre einfach konkret den grünen Wasserstoff auch fördern sollte, subventionieren sollte, anstatt eben die anderen Optionen überhaupt zum Zug kommen zu lassen. Und was mir da ein bisschen Hoffnung macht auf europäischer Ebene, ist, dass, wenn Sie jetzt mal nach unten links nach Portugal gucken, wir immerhin schon Erzeugungskosten von 3,5 Euro das Kilogramm haben, also deutlich weniger als in Deutschland. Und da muss man das ganze Thema eben sehr europäisch denken. Und die Frage ist ja, ob nicht das, was wir hier an Bedarfen jetzt haben in Deutschland, vielleicht in der Industrie, ja, für sinnvolle Investitionen, ob man das nicht europäisch wirklich auch decken kann. Und das muss unseres Erachtens der Ansatz sein an der Stelle. Ja, wir haben jetzt auch nochmal selbst sozusagen Richtung Bundestagswahl ein Impulspapier auf den Weg gebracht von Energy Brainpool. Das wird jetzt veröffentlicht Ende des Monats, wo wir nochmal die ganzen verschiedenen Optionen, politischen Maßnahmen durchgesprochen haben, also CO2-Kennzeichnung, Anpassung erneuerbare Ziele, direkte Förderung, verringerte Stromkosten, Stromnebenkosten, Quotensystem, CCFDs. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Diskussionsgrundlage für alle Akteure. Ich kann das nur empfehlen, das werden wir auch nochmal bewerben. Wir haben daraus folgende Schlussfolgerung gezogen, die ich noch kurz darstellen möchte. Genau, erstens, was brauchen wir? Also wir brauchen den massiven Ausbau erneuerbaren Stroms. Das hören viele Industrievertreter nicht so gerne, aber darum geht es weiterhin, auch beim Thema Wasserstoff. Kein Wasserstoff ohne Energiewende. Das Ausbauziel für 2030 wollen wir auch sozusagen auch zur Erreichung des Kohleausstiegs auf 75% erhöhen. Und wir wollen die zusätzlichen Strommengen für H2 nicht anrechnen darauf. Zweitens, wir brauchen massive Steigerung der Energieeffizienz. Die Suffizienzszenarien oder das, was ich gezeigt habe, sagen ja, durch Effizienz, Suffizienz können wir auch zu einer überwiegend heimischen oder zumindest einer überwiegend europäischen Wasserstoffversorgung kommen. Drittens, wir müssen die Anwendungsbereiche klar regulieren und priorisieren. Die nachgefragten Mengen müssen immer so gesteuert werden, dass sie durch grünen Wasserstoff auch gedeckt werden können. Und genau, zusätzlich kann man natürlich hier und da Investitionskostenzuschüsse auch für Elektrolyseure in Aussicht stellen, um überhaupt eine gewisse Erzeugung auch in Gang zu bringen. Viertens, Entlastung, Abgaben, Umlagen, EEG-Umlagenbefreiung ist ein akutes Thema. Wir sagen erstmal für flexible Nutzung und für PPAs. Das muss der Beginn sein, das muss erstmal gut funktionieren, das muss sich zeigen, dass das auch ordentlich umgesetzt werden kann. Mit den Mengen muss man erstmal arbeiten und wir sagen, EEG-Umlagenbefreiung
nur wenn sozusagen andere klimaschädliche Subventionen abgebaut werden, nur wenn die anderen Industrieausnahmen von 5,4 Milliarden Euro im Rahmen des EEGs sozusagen gekürzt werden im gleichen Umfang. Fünftens haben wir schon gehört von Herrn Mattes, CO2-Preis muss natürlich erhöht werden und, das ist mir ganz wichtig, Lockout fossilen Wasserstoffs auf allen Ebenen, das muss zu schaffen sein. Ich denke sozusagen, die Klimaschutzziele geben uns da gar keine andere Möglichkeit. Okay, das war's. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Powalla, auch dafür, dass Sie sich ein bisschen in der Zeit eingeschränkt haben. Ihr Vortrag ist wesentlich länger und da komme ich auch schon zu einem ganz wichtigen Hinweis, meine Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir wollen Ihnen natürlich im Anschluss an unsere Videokonferenz die entsprechenden Vorträge auch nochmal zur Verfügung stellen, wenn Ihnen das Ganze zu schnell gegangen sein sollte, beziehungsweise Sie das Ganze in Ruhe nochmal nachlesen möchten. Kontaktieren Sie uns ganz einfach, entweder über die IHK Schwerin, über den Landesverband Erneuerbare Energien Mecklenburg-Vorpommern oder die Friedrich-Ebert-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern. Und wir werden natürlich auch versuchen, das Ganze hier im Netz nochmal zur Verfügung zu stellen. Uns erreichen mittlerweile eine Vielzahl von Fragen, meine Damen und Herren, die Sie natürlich weiterhin stellen können im Chat oder im Frage-Antwort-Chat, je nachdem, wo Sie uns zuschauen und zuhören. Einige sind sehr allgemein gehalten, einige sind sehr konkret. Ich habe mal drei Fragen konkret hier herausgesucht, und zwar an Herrn Müller, Herrn Mattes und Herrn Powalla, also unsere drei ersten Referenten hier. Vielleicht fangen wir, da wir gerade bei Herrn Powalla waren, mit der ersten Frage an. Herr Sonnenberg hat die Frage gestellt, wie steht es eigentlich um die nachhaltige Nutzung von Wasser? Das Verhältnis Wasserstoffbildung, Wasser 1:9 in etwa zurzeit. Wie sieht es dort also in Regionen, in wasserarmen Regionen aus? Gibt es dort schon Alternativen? Was ist dort geplant? Wie weit ist die Forschung dort? Vielleicht eine Antwort von Herrn Powalla. Zweite Frage geht dann an Herrn Müller, und zwar die Frage von Herrn Jäger vom Landesverband Erneuerbare Energien MV. Die Einspeisung von Wasserstoff ins Gasnetz, sollte das mit einem Energiepreisgesetz gemacht werden, oder, also ist das sinnvoll, oder sollte es eine Energieeinspeisevergütung geben, wie beim Solarstrom zum Beispiel, im entsprechenden Erdgasnetz? Also macht dort eine Verpreisung oder eine finanzielle Vergütung Sinn an dieser Stelle? Letzte Frage dann geht an Herrn Mattes. Und zwar, wenn man die Gesamtheit der Produktion Wasserstoff betrachtet, also nicht nur die direkte Elektrolyse oder Herstellung, sondern natürlich auch die Herstellung der entsprechenden Häuser, die Bauten und so weiter, also die Gesamtheit betrachtet, ist dann Wasserstoff nicht eine Renaissance der Atomenergie? Also ist man dort auf der grünen Seite in der Energiebilanz? Vielleicht an Herrn Powalla die erste Frage und die erste Antwort, die nachhaltige Nutzung von Wasser. Wir brauchen ja für die Elektrolyse, um die Wasserstoffgewinnung zu bekommen, entsprechend Wasser. Trinkwasser wird dazu verwendet, Nutzwasser. Ist Salzwasser mittlerweile möglich? Mal als grobe Richtung an dieser Stelle, Herr Powalla. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Also die Relation war ja schon so ein bisschen gesagt, 1:9, 1 Kilogramm Wasserstoff, 9 Liter Wasser, so grob gesagt. Ich habe das Thema auch schon an verschiedenen Stellen diskutiert. Es gibt ja neuere Entwicklungen, Elektrolyseure auch mit Salzwasser zu betreiben. Das ist natürlich relativ spannend. Ich weiß nicht genau, was der Forschungsstand ist. Wenn das möglich wäre, würde das natürlich zumindest theoretisch die Lage etwas entspannen, denn Salzwasser ist ja erstmal nicht knapp, das kann man ja so sagen. Also wenn das ginge, hätte man zumindest von der Ressourcenebene das Problem gelöst. Aber de facto, sage ich mal, wenn man jetzt natürlich beginnt, Projekte anzuschieben, geht es natürlich um Regionen, die auch konkreten Wasserstress haben. Also beispielsweise Marokko, da ist es ja der Fall, oder Chile, ich habe es ja auch schon angesprochen. Man muss das ausreichend adressieren. Also man muss sozusagen wirklich den lokalen Vorrang an Wasserbedarf sicherstellen und man muss auch die Nutzung solarer Potenziale eben sozusagen für die Entsalzung auch dort einen kleinen Vorrang einräumen. Ich bin gespannt, wie das jetzt umgesetzt wird in den ersten Projekten, die da irgendwie finanziert werden, die auf die Bahn gebracht werden, ob man das berücksichtigt, das muss auf jeden Fall der Fall sein. Von der Kostenseite heißt es immer, es wird, wenn man auch sozusagen die solare Entsalzung vielleicht noch mitbedenkt, gar nicht den großen Unterschied machen. Also potenziell, was die Ressourcen angeht und was die Kosten angeht, ist es lösbar, aber man muss es dann auch lösen wollen. Das würde ich kurz sozusagen mitgeben, und dafür müssen entsprechende Standards und Zertifizierungssysteme eben aufgesetzt werden. Ja, vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Ich hoffe, die Frage ist damit für den Fragesteller entsprechend beantwortet, Herrn Sonnenberg. Kommen wir zu Herrn Müller und der Frage von Herrn Jäger vom Landesverband Erneuerbare Energien. Macht es Sinn,
ein Energiepreisgesetz oder ein Einspeisegesetz zu verabschieden, macht es Sinn, Wasserstoffeinspeisungen ins Erdgasnetz zu vergüten, also finanziell attraktiv zu machen? Frage, was man damit für ein Ziel verfolgt. Aus der rechtlichen Perspektive kann man das wahrscheinlich umsetzen, wenn man die beihilferechtlichen und verfassungsrechtlichen Hürden überspringt. Das sollte möglich sein. Aber trotzdem ist ja die Frage, was für einen Pfad verfolgt man damit? Es gibt ja schon einen strukturellen Unterschied zum Strom. Ja? Dort haben wir sozusagen die Netzinfrastruktur und sagen, wir verändern die Erzeugung. Wir wollen auch an anderen Komponenten was ersetzen, aber vereinfacht gesprochen ersetzen wir eine Erzeugungsart durch eine erneuerbare Erzeugungsart. Und wir haben einen Pfad, der graduell stufenlos funktioniert, bis wir am Ende des Tages 100% Erneuerbare haben. Haben wir dieselbe Situation mit den Gasnetzen, ja, und wollen wir in den Verbrauchssektoren, in denen wir heute Erdgas einsetzen, in Zukunft Wasserstoff 1:1 substituieren oder Erdgas durch Wasserstoff 1:1 substituieren, dann wäre das was Sinnvolles. Und da mache ich schon mal ein paar Fragezeichen dran, auch nach dem, was Felix Mattes ja auch hier gezeigt hat. Das ist nicht der Pfad, den wir wahrscheinlich gehen sollten. Und wenn wir in der Logik das hinterfragen, dann wäre das zwar ein Instrument, was viel Investitionssicherheit für die Investoren in Elektrolyse schafft, aber Pfadabhängigkeiten schafft und am Ende des Tages keine Steuerungswirkung ohne weiteres ermöglicht, in welche Sektoren wir dieses Produkt wenden wollen. Ja, wir wollen ja, Felix Mattes hat ja Zahlen aufgerufen, auch Herr Profala hat ja Zahlen genannt, die wir irgendwann mal 2050 haben wollen. Wir wollen ja nicht den gesamten Erdgasbereich durch Wasserstoff substituieren. Insofern wäre das die Frage der Sinnhaftigkeit, die ich in Frage stellen würde, aber nicht abschließend beantworten kann. Gut, vielen Dank für diese Antwort an dieser Stelle, Herr Müller. Vielleicht auch noch eine Frage nachher für die Diskussionsrunde, meine Damen und Herren, am Nachmittag gegen 15.30 Uhr etwa. Dann wollen wir noch mal mit einigen Teilnehmern entsprechend live diskutieren. Letzte Frage an Herrn Mattes. Ja, ist Wasserstoff in seiner Gesamtheit betrachtet eine Renaissance von Atomenergie, also entsprechend die Klimabilanz gar nicht so toll, wie wir sie uns vorstellen? Und als Anhang vielleicht oder Teil 2 der Frage, ist die Bundesregierung derzeit im Rahmen der Wasserstofffrage zielführend und ja richtig beraten, Herr Dr. Mattes? Wie sieht es dort aus? Die erste Frage zur Kernenergie, die hat, wenn ich den Fragesteller mir angucke, hat natürlich einen historischen Bezug. Man muss sich schon klar machen, die erste Welle der Wasserstoffdebatte um das Jahr 1990 war eine kernenergiegetriebene Debatte sozusagen. Also da kommt ganz viel her. Ich bin da aber tiefenentspannt und die Antwort wäre tendenziell nein. Ich habe Ihnen ja gezeigt, welche Einsatzkosten wir freie Elektrolyse aufrufen müssten. 3 oder 4 Cent, da sind wir in den notwendigen Umfängen bei Kernenergie niemals. Also ich meine, wenn Sie sich jetzt die neuen Projekte angucken, die kosten alle, haben reine Produktionskosten, dann mit höheren Auslastungen sicherlich, aber von 10, 11 Cent Wasserstoffproduktion auf der Basis von Kernenergie wird nicht funktionieren können. Und auch über die Prozesskette, wenn man da mal Grünen und Blauen sich anguckt, gibt das einen ganz klaren klimapolitischen Vorteil. Also das würde ich sagen, da habe ich die geringsten Sorgen. Sozusagen die Frage nach der Beratung der Bundesregierung. Die Wasserstoffdebatte ist geprägt durch eine Vielzahl von Narrativen, die oft mit der Realität wenig oder nur begrenzt was zu tun haben, und zwar von allen Seiten. Ja? Und was der Vorteil der Wasserstoffstrategie ist und auch des Wasserstoffrates, dass wir mal diese Narrative in 38 Aktionen geclustert haben und dass wir uns da jetzt in Bezug auf das Fact-Finding und die Strategieidentifikation ranrobben können. Das ist jetzt die große Aufgabe. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass meine Besorgnis eher ist, dass die Diskussion dann schon wieder viel zu segmentiert wird in einzelnen Bereichen. Und was dann, wo die Gesamtsicht fehlt. Und das zeigt sich eben an der Frage nach der Einspeisung. Wenn man wirklich Sektorallokation ernst nimmt, dann macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt 2, 3, 4, 10, 20% Wasserstoff ins Erdgasnetz einzumischen und dann den Wasserstoff, der teuer ist, der hohe Subventionen erfordern wird, in irgendwelchen Sektoren zu verdampfen, wo es auch sinnvolle Alternativen gibt. Und das Letzte, weswegen, und das ist dann so ein bisschen der Link auch ein bisschen zu Oliver,
was, glaube ich, zu wenig gesehen wird in der Debatte. Was grüner Wasserstoff, der für das Jahr 2030, soweit er grün ist, überwiegend hier wird produziert werden müssen. Wir kriegen also diese 100, ich habe immer versucht, die 100 Terawattstunden der Wasserstoffstrategie mal nachzuvollziehen. Das hat mir keiner erklären können. Die einzige Erklärung ist, dass es dann die Mischung aus Grünem und Grauem ist. Da kommt man dann vielleicht mal auf 100 Terawattstunden. Aber das heißt, wir reden über 50 Terawattstunden irgendwie weitgehend klimaneutral. Da können wir im grünen Wasserstoffbereich noch mehr hochhalten. Es wird eine Lücke bleiben, deswegen bin ich penetrant, auch wenn das ein unbequemes Thema ist bei der Frage des Blauen. Aber, und das ist der Link, den wir jetzt gerade sozusagen zur Gesetzgebung haben, man muss sich klar machen, dass wenn im Lande ein großer Anteil grünen Wasserstoffs produziert werden soll, bedeutet das eine riesige Stromerzeugungsmenge. Und nur nochmal, um das als kleinen Seitenhieb auf Oliver, sozusagen das Suffizienzszenario des ISE, das hat ja nicht nur Suffizienz und überschaubare Importe, sondern das hat im Land Deutschland, setzen die voraus, eine Stromerzeugungskapazität PV 530 Gigawatt, Onshore Wind 230 Gigawatt, Offshore Wind 80 Gigawatt. Und ich sehe dann der Unterstützung des BUND, bei diesen Installationskapazitäten sehr freudig entgegen. Ja, und das muss man sich immer klar machen. Also das so, sozusagen sich einzelne Punkte rauszupacken, und das ist auch ein Problem in der Bundesregierung, dass man sagt, dass man die Gelegenheit des jetzigen EEGs nicht genutzt hat, um mal Ausbaupfade aufzulegen, die auch nur halbwegs mit Klimaneutralität, ganz ohne Wasserstoff, aber noch viel mehr mit 50, 60 Terawattstunden grünen Wasserstoff oder klimaneutralen Wasserstoff im Jahr 2030 verbunden ist. Und das ist neben der Kostenfrage und einer konsistenten Finanzierung der Kostenlücke, die es da gibt, der Kostendeckungslücke, ist der Ausbau der Erneuerbaren sicherlich die zweite Sollbruchstelle der Wasserstoffstrategie, nicht zu sprechen von der dritten. Es gibt eine große Infrastrukturkomponente auf der Gasseite, aber eben auch auf der Stromseite. Und deswegen, ich habe vorhin gesagt, die Frage Netzbezug von grünem Strom oder On-Site-Anlagen macht einen großen Unterschied, und dem muss man sich strategisch nähern. Und da sind wir noch weit von einer konsistenten Strategie entfernt. Ja, vielen Dank für die Beantwortung der Frage, sehr ausführlich, wie ich finde. Und wir kommen da, Sie merken es schon, meine Damen und Herren, so ein bisschen in die Diskussionsrunde oder in die Diskussion hinein. Dazu wollen wir aber später nochmal kommen. Was Sie angesprochen haben, sowohl Herr Müller als auch Herr Mattes, ist die Praxis an dieser Stelle. Wir wollen jetzt in die Praxis gehen. Das ist nämlich Punkt 2 oder Block 2 unserer heutigen Videokonferenz, meine Damen und Herren. Wasserstoffprojekte speziell hier in Mecklenburg-Vorpommern. Wir befinden uns ja in diesem Bundesland hier. Die Einschätzung zur Wirtschaftlichkeit. Und da haben wir uns Praktiker eingeladen, einfach Unternehmen, die bereits mit Wasserstofftechnik arbeiten. Unser erster Referent oder unser erster Sprecher in diesem Zusammenhang ist Herr Tobias Struck von der WEMAG AG hier aus Schwerin. Er ist Diplom-Ingenieur, er ist Softwareentwickler und er ist ganz nebenbei im privaten Bereich auch noch ein Liebhaber, ja, antiker Technik. Er ist nämlich Museumsbetreiber hier in Schwerin, aber dass er auch innovativ kann, das beweist er jetzt mit seinem Vortrag. Herzlich willkommen, Herr Struck. Das Mikrofon gehört Ihnen. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Lindemann. Das haben Sie ja alles sehr schön recherchiert über mich. Ich möchte Ihnen jetzt in den nächsten Minuten mal einen Abriss zeigen, wie wir bei der WEMAG, wo wir da herkommen und wo es hingehen könnte, mit dem Wasserstoff aufzeigen. Hier in meiner ersten Folie sehen Sie die WEMAG-Ökostrategie, die verfolgen wir schon seit 2010, angefangen von reinem Verkauf von Ökoenergie, also Ökostrom, Öko-Erdgas, also Waldgas, haben im Laufe der letzten 10 Jahre auch viele erneuerbare Energieanlagen selbst errichtet oder errichten lassen und betreiben diese, haben unser Stromnetz konsequent ausgebaut, vorrangig zum Anschluss dieser erneuerbaren Energieanlagen, aber eben auch und gerade in letzter Zeit für Ladeinfrastruktur und auch jetzt in den letzten 2 Jahren passiert den Ausbau zu sozusagen zum intelligenten Netz hin. Das heißt, unsere Anlagen eben so ausgestattet, dass wir sie aus der Ferne sehr gut steuern und beobachten können. Wir beraten vom Privatkunden bis hin zum Industriekunden auch in Sachen Energieoptimierung, bieten
Contracting-Lösungen auch für Wärme oder Block, für Wärmeanlagen oder Blockheizkraftwerke an und haben auch in der Vergangenheit Energiedörfer dort unterstützt. Und ganz rechts, das ist dann der Mainberitt, wo es um Energiespeicher geht. Wir könnten da auch Sektorkopplung hinschreiben oder was auch immer. Hinter mir sehen Sie, wenn Sie das erkennen, ein Poster von dem Batteriespeicher, da sitze ich gerade. Wir haben in der Vergangenheit auch schon mit Wasserstoff gearbeitet bzw. Projekte gemacht und da komme ich gleich zur nächsten Folie. Wie geht das hier? Da haben wir es. Und zwar im Jahr 2013 haben wir dort angefangen, ein Projekt im Türverbund zu machen. Sozusagen das erste Projekt, was man anfassen konnte. Ja. Anfassen heißt, wir haben uns vorher schon Gedanken gemacht, wie kann man Wind und Wasserstoff oder andere erneuerbare Energie und Wasserstoff zusammenbringen. Dies war aber das erste Projekt und haben dort eine kleine Anlage installiert mit 320 kW und die Ideen der beteiligten Netzbetreiber und Aufgaben, die sie uns dort gegeben haben, versucht mit dieser Anlage umzusetzen. Also rein technisch gesehen, was kann diese Anlage und wie kriegen wir diese Anlage an das Netz angeschlossen, sodass auch die Stromnetzbetreiber solche Anlagen halt, ich sag mal, mögen. Wir haben diese Anlage, die anfänglich in der Steuerung sehr zäh war, weil diese Überlegung der Hersteller war nicht, die Anlage stromgeführt zu steuern, sondern wasserstoffgeführt. Das heißt, wir haben hinten den Wasserstoff-Output gesteuert und vorne am Stromnetz hat sich dann irgendwann mal irgendeine Leistung eingestellt. Wir haben das dann geschafft, diese Anlage so zu modellieren, dass sie innerhalb von 9 Sekunden dann jeden Arbeitspunkt an der Stromseite anfangen konnte. Und dann haben wir diese Anlage technisch auch so weit bekommen, dass sie rein theoretisch Primärregelleistung hätte liefern können. Das haben wir nicht gemacht, dafür war sie zu klein, aber die entsprach dann tatsächlich allen Anforderungen, die es dazu braucht. 2018 und 2019, glaube ich, war es, hatten wir vorhin schon angesprochen, gab es ja diese Studie, die von der Ludwig Bölko Systemtechnik, wo könnte es eigentlich hier bei uns im Land, in der Region, wasserstofftechnisch hingehen? Was müssen wir gleich machen? Also womit müssen wir jetzt starten, 2020, mit den ersten Projekten? Wir sehen, dass diese vorrangig Sinn machen an der Achse Hamburg-Berlin. Und eventuell, oder so wie es hier auch dargestellt ist, im Verkehr angesiedelt sein könnte. Dann bis 2030 ja, den Ausbau eines Wasserstoffnetzes beziehungsweise auch den Ausbau von Tankstellen und zukünftig, und das ist eben wichtig, uns zu entwickeln zu einem Wasserstoffexportland, Bundesland, Wasserstoffexportregion, wie auch immer. Das heißt, irgendwann haben wir dann ein Wasserstoffnetz beziehungsweise die Infrastruktur, um eben den Wasserstoff zu exportieren. Das nochmal so zum kurzen Abriss, wo es lang gehen könnte. Also diese Roadmap zeigt sozusagen einen Pfad auf. Und wir fangen halt an, diesen Pfad umzusetzen. Und das ist jetzt in diesem aktuellen Projekt Norddeutsches Reallabor passiert, wo wir, ich fange mal auf der rechten Seite im Bild an, geguckt haben, was haben wir hier vor Ort, was brauchen wir und vor allem, mit welchen Partnern können wir das machen? Wenn wir jetzt Wasserstoff erzeugen wollen, da sind wir sehr prädestiniert für. Auf der linken Seite sehen wir unseren Zubau der erneuerbaren Energien hier bis 2018, aber das führt sich halt bis 2030 sofort. Und wir sehen auch, dass wir mehr erneuerbare Energie haben, als wir hier bei uns im Stromnetz eigentlich brauchen. Das sehen wir unten, da haben wir diese Residuallastkurve, eine sortierte Lastgangkurve sozusagen von einem Jahr, auch 2018 würde ich sagen, da steht auch da. Und wir sehen, dass wir im Verhältnis zum Bezug der Energie von außen, also von 50 Hertz und die Rückspeisung, die hier bei uns im Land fast ausschließlich durch erneuerbare Energien zustande kommt, 2080, das heißt, in 80% der Zeit, beziehungsweise 80% der Energie, die hier wandert, schieben wir in das Übertragungsnetz zurück. Wir sehen dort unten bei ca. 15.000, das ist die Anzahl der Viertelstundenwerte über ein Jahr, den Schnittpunkt mit der X-Achse. Das heißt, wir hätten hier heute schon mehr als 4.000 Stunden
wo wir Wasserstoff herstellen können aus erneuerbaren Energien. Jetzt wollen wir das aber systemdienlich machen. Das heißt, ja, es wird sich da unten in diesem Bereich abspielen mit den 4000 Stunden, aber systemdienlich heißt eben auch, dass man gucken muss, dass die Anlage eben so gesteuert wird, dass da alle was von haben. Beziehungsweise, dass auch der Übertragungsnetzbetreiber mehr oder weniger uns sagt, ja, pass mal auf, wir brauchen jetzt den Strom selbst, den ihr dort aus Wind und Sonne macht, den fahrt mal eure Elektrolyse runter. Ja, so könnte das eben auch aussehen. Ich sprach von den Partnern. In diesem Projekt haben wir die Pfade von der Erzeugung bis hin zu den Netzverbrauchern mal aufgezeigt. Wir sehen uns dort als der den Wasserstoff erzeugt, haben Verbundpartner, Nahverkehr Schwerin, Abfallwirtschaft und Volker Rumpstich, die dort in dem Verkehrssektor angesiedelt sind, haben auch eine Einspeisung ins Gasnetz, auch mit der Hanselgas zusammen und überlegen eben halt auch die Kavernen dieses Landes zu nutzen für Wasserstoffspeicherung. Und wenn wir uns das im Verbund ansehen, könnte das funktionieren. Also das treiben wir jetzt so weiter voran. Und abschließen möchte ich mal mit dieser Folie. Das, was wir eben auch gesehen haben auf der Roadmap, dass wir aus MV nicht nur den Strom exportieren, den wir hier volatil herstellen, sondern dass wir uns entwickeln müssen zu einem, hier steht bedarfsgerechte Wasserstofflieferung durch Großspeicher. Man könnte aber auch bedarfsgerechte Energielieferung dort hinschreiben. Das heißt, dass wir zu einem Standort werden, der Wasserstoff als Energieträger in die Region, wo es gebraucht wird, hin exportieren. Und wir sehen hier mal so eine Grafik von der Kaverne in Krag. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir wollten diese umwidmen zu Wasserstoff. Dann bräuchten wir allein um dieses Kissengas, also das heißt das Gas, was dort drinnen bleibt, um zu arbeiten, also diese 100 Bar Druck aufzubauen, mit einem 50 MW Elektrolyseur schon fast 3 Jahre, um überhaupt diesen Speicher so zu befüllen, dass wir damit arbeiten können. Und hätten dann aber auch schon 400 Gigawattstunden in Form von Wasserstoff dort gespeichert. Also das Potenzial, was wir hier im Land haben, ist tatsächlich enorm. Und ich denke, wir sind auch auf einem guten Weg, dieses irgendwann in den nächsten 10, 20 Jahren zu nutzen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Tobias Struck von der WEMAG AG hier aus Schwerin, der Leiter Energiespeicher und Projekte dort, für diesen Einblick auf der lokalen Ebene hier. Wir bleiben so ein bisschen im Land Mecklenburg-Vorpommern, aber wir werden ein bisschen ja länderübergreifend an dieser Stelle. Uns ist jetzt zugeschaltet Herr Dr. Mischa Paterna von der Apex Energy Tetero GmbH. Er ist Hamburger Unternehmer zum Beispiel mit Erfahrung in Sachen Solarenergie. Er ist zurzeit Head of Sales, wenn ich das richtig gesehen habe, bei der Apex Energy Tetero GmbH. Herzlich willkommen, Herr Paterna. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke, Herr Lindemann. Können Sie mich hören? Ich kann Sie gut verstehen. Ich hoffe, alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls. Prima, prima. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank an meine Vorredner. Und wir freuen uns, dass wir heute hier in der Runde teilnehmen dürfen und hoffen, dass wir hier auch noch mal gerade, was das Thema lokale Umsetzbarkeit einiges beitragen können. Wir hatten einen Film vorbereitet. Können Sie den entsprechend einspielen? Weil das eigentlich gerade zu Beginn nochmal zeigt, wo wir eigentlich heute schon stehen. Wir haben ein komplexes Wasserstoffkraftwerk am Standort Rostock-Lage bereits vor 3 Jahren projektiert, gehören damit zu den ersten im Land und würden ja damit vielleicht starten können. Ist das von Ihnen so vorbereitet? Ist vorbereitet, startet bereits. Das ist nett, Dankeschön. Zum Flughafen Rostock-Lage befindet sich unsere moderne Produktionshalle samt angrenzendem Bürogebäude. Apex setzt eine zuverlässige, auf Power-to-Gas basierende Technologie ein. Diese nutzt erneuerbare Energien, wandelt sie in Wasserstoff, speichert diesen effizient und generiert daraus nach Bedarf wieder Strom und Wärme.
Dies ermöglicht uns, Kunden jederzeit an jedem Ort mit grüner, CO2-neutraler Energie zu versorgen. Mit ihrer umfangreichen Praxiserfahrung planen die Energieexperten vom APEX-Team Wasserstoffkraftwerke für den weltweiten Einsatz. Ausgehend von den Strom- und Wärmeverbräuchen erfolgt die individuelle Dimensionierung der Komponenten, um optimale Wirkungsgrade zu erzielen. Ein von APEX entwickeltes Simulationsprogramm unterstützt die professionelle Planung der Gesamtanlagen, von der Auslegung bis zur Inbetriebnahme. Detaillierte Technikplanung ist für erfolgreiche Projekte genauso wichtig wie die Begleitung bei den Prüf- und Genehmigungsverfahren. Beginnend im Jahr 2013 haben wir mit der Firma Emano und dem Fraunhofer Institut einen zertifizierten Wasserstoffspeichertank entwickelt. Einer unserer 40-Fuß-Container, in dem sich 22 Tanks befinden, kann bis zu 100 Kilo Wasserstoff fassen, was 3,3 Megawattstunden entspricht. Von der Entwicklung eines wasserstoffdichten Tanks durch ein spezielles Kunststoffgranulat zur Speicherung unter Druck ist APEX im Begriff, zusammen mit dem Leibniz-Institut für Katalyse eine komplett drucklose Wasserstoffspeicherung zu entwickeln. Dies würde eine Verzehnfachung der Energiemenge bedeuten und Kompressionsstufen obsolet werden lassen. Weitere Partner in unserem Forschungs- und Entwicklungsverbund sind das eigene APEX Wasserstoffkraftwerk versorgt den gesamten Standort mit emissionsfreier, grüner Energie. Die Elektrolyse mit einer Leistung von 2 Megawatt erzeugt 300.000 Kilogramm Wasserstoff pro Jahr. Dieser wird mit unserem eigenen Wasserstoffspeichersystem gespeichert. Die Brennstoffzelle mit 100 Kilowatt elektrischer Leistung, das Wasserstoff-Blockheizkraftwerk mit 115 Kilowatt und der 1 Megawatt Batteriespeicher runden das Anlagenkonzept ab. Zusätzlich versorgt eine öffentliche Wasserstofftankstelle auf dem Werksgelände bis zu 40 Busse des öffentlichen Nahverkehrs und 200 PKWs. Diese in Deutschland einzigartige Anlage mit 16 Gigawattstunden Jahreskapazität stellt Europas größtes wasserstoffbasiertes Versorgungsnetzwerk dar. Das APEX Wasserstoff-Full-Service-Angebot ist für Gewerbekunden jeder Größe ein optimaler Einstieg in die Energie von morgen. Wohnungsbaugesellschaften werden ganze Viertel CO2-neutral mit Wärme und Strom versorgen. Für Netzbetreiber wird die Kappung von Lastspitzen eine interessante Anwendung sein. Und als Antrieb für LKWs, Busse und später PKWs wird sich Wasserstoff gegenüber der herkömmlichen Batterie unweigerlich durchsetzen. Und besonders für Insellösungen an netzfernen Standorten wird eine autarke Wasserstoffinfrastruktur die perfekte Energiearchitektur darstellen. Das APEX-System sichert die Bereitstellung grüner Energie in der benötigten Menge, an jedem Ort und zu jeder Zeit. Das Ende der fossilen Energieversorgung ist eingeläutet. Gestalten Sie mit uns den Beginn eines neuen Zeitalters. Willkommen in der Welt des Wasserstoffs, damit unser Planet auch in Zukunft für jeden seiner Bewohner lebenswert bleibt. Eine Zukunft mit der APEX Group. Ja, herzlichen Dank. Ich denke, das gibt nochmal auch einen ganz guten Einstieg in das, was wir bisher schon aufgebaut haben. Ich möchte an der Stelle auch das Thema gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen, was ja bereits hinreichend diskutiert wurde, nicht nochmal vertiefen. Da können wir uns den Vorrednern ebenfalls nur anschließen. Wir alle wissen, dass wir hier noch eine Lücke haben zwischen wirtschaftlichen Kosten und kommerzieller dann Attraktivität in der Umsetzung. Aber jetzt an den Beispielen, die ich auch hier nochmal mit Ihnen kurz besprechen möchte, kann ich nur berichten, dass wir je nach individueller Lage der Voraussetzungen also gar nicht mehr so weit weg sind eigentlich von möglichen Umsetzungen. Nächstes Slide bitte. Hier sehen wir jetzt nochmal den Blick. Das ist praktisch die Drohnenansicht von ganz oben auf unseren Standort. Links in grün ist unser APEX-Hauptgebäude. Dort befindet sich die 2-Megawatt-Anlage, die bewusst auch eine sehr komplexe Architektur hat. Wir haben von WMAG den Batteriespeicher mit dabei, wir haben eine Brennstoffzelle plus BHKW, auch sozusagen unter der Maßgabe hier in dem Piloten mit der Demoanlage entsprechende Erfahrungen zu sammeln,
um nachher später in standardisierten Paketlösungen auch Kunden bedienen zu können. Rechts in Rot sehen Sie die Erweiterung. Möchte da die Aufmerksamkeit auf die Produktionshalle unten lenken. Das ist bereits so weit vorprojektiert, dass wir mit dem Bau innerhalb der nächsten Monate beginnen werden. Wir haben dort eine Ansiedlung eines Automobilzulieferers kontrahieren können. Dieser mietet nicht nur die Halle von uns, sondern bezieht grünen Strom und Wärme. Und das zu einem Aufschlag zum üblichen Marktpreis in einem 20-Jahres-Kontrakt. Das ist eines unserer Beispiele, wo wir jetzt praktisch schon heute Anwendungen haben, wo man auch sieht, dass Wasserstoff aus der theoretischen Ecke in die wirtschaftliche Anwendung kommt und das sogar in Bereiche, wo natürlich auch ein erheblicher Margendruck heute stattfindet. Die weiteren Anwendungen sind dann weitere Produktionshallen und auch die mögliche Anbindung des Flughafens. Wie Sie in dem Film gesehen haben, ist der praktisch in Sichtweite unseres heutigen Standortes. Und hier ist das Ziel, eine gesamtheitliche Gewerbegebietslösung CO2-neutral umzusetzen. Daraus folgt jetzt, und das war ja auch unser Thema, was können wir mit den Erfahrungen denn machen, um jetzt heute im Land auch konkrete Projekte entsprechend umzusetzen. Schwerpunkt kommunale Möglichkeiten. Wir sind heute bereits mit Kommunen in Mönchshagen, in Rügen, Titterow, Güstrow und Emsen in konkreten Gesprächen. Die Themen sind hinlänglich eigentlich bekannt und umfassen praktisch die ganzen Möglichkeiten der Nutzung von heute mobilen Anwendungen. Im ÖPNV wissen wir, dass die Voraussetzungen entsprechend schon wirtschaftlich, gesetzlich geregelt sind. Wir müssen CO2-neutral werden und es gibt inzwischen einige Möglichkeiten von Kehrmaschinen, von Fahren bis zu Bussen. Wir reden über dezentrale Hotel- und Freizeitanlagen oder auch örtliche Produktionsbetriebe. Das ist dann wieder ähnlich wie unsere Anwendung in Rostock-Lage. In manchen Kommunen ergeben sich Möglichkeiten durch die Ablösung von lokaler Infrastruktur. Das heißt, hier haben wir teilweise veraltete BHKWs, die, wenn wir sie sowieso neu bauen müssen, entsprechend umgestellt werden können. Dann gibt es Möglichkeiten wie, ich sag mal, lokale Freizeiteinrichtungen, Spaßbäder etc., wo sich auch die Nutzung von Wasserstoff entsprechend anbietet. An der Stelle ist immer wieder wichtig zu sehen, dass wir eigentlich individuell schauen müssen, gibt es Wärme- und Stromabnehmer? Wie ist heute die Netzversorgung? Und daraus ergeben sich dann die individuellen Planungsrahmenbedingungen. Noch ein Punkt: Abfallwirtschaft. Wir haben hier in Hamburg auch ein größeres Projekt rund um Stellinger Moor. Da gibt es inzwischen jetzt schon Anwendungen, wo ich also heute aus der entsprechenden Produktion von Energie gekoppelt meistens mit Tankstellenlösungen entsprechende Projekte generieren kann. Wohnungswirtschaft, das eignet sich heute eigentlich nur bei Neubau. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich neue Quartierslösungen habe, dann kann ich vergleichbar mit Japan entsprechende Wasserstoffinfrastruktur gleich von vornherein mitplanen. Führt mich zum letzten Slide. Wir haben speziell zur Umsetzung in Mecklenburg-Vorpommern vorletzte Woche das Wasserstoff-Energie-Cluster gebildet. Dort haben wir zusammen mit Unternehmen, Wissenschaft und Politik entsprechend einen Verein ins Leben gerufen, der unter Vorsitz des Professors Bellers von LIKAT entsprechend
konkrete Projekte im Land entsprechend identifizieren und umsetzen wird. Ich glaube, wir haben da jetzt eine sehr schlagkräftige Struktur, wollen im Rahmen der norddeutschen Wasserschaftsstrategie hier auch die Interessen des Landes entsprechend vertreten. Und am Ende, wie bereits gesagt, hängt es von den individuellen Gegebenheiten ab, ob Wasserstoff heute schon interessant sein kann. Wir glauben, dass wir dafür die Erfahrung haben, um das entsprechend umzusetzen, und würden uns daher freuen, wenn Sie hier entweder aktiv mitarbeiten oder mich auch gerne direkt mit ansprechen. Kontaktdaten sind nochmal unten eingeblendet, um hier mögliche Projekte zu besprechen. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich freue mich über Kontaktaufnahme. Vielen Dank, Herr Dr. Misha Paterna von der APEX GmbH aus Teterow, meine Damen und Herren, für diesen Einblick in die Praxis hier in Mecklenburg-Vorpommern schon und natürlich nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, Sie haben es gehört, auch länderübergreifend Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Wir wollen an dieser Stelle noch einmal aber zurückkehren in die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern nach Schwerin. Unser nächster Gast hier in der Videokonferenz ist Herr Dr. Josef Wolf. Er ist Geschäftsführer der Stadtwerke Schwerin. Er hat sich hier in Schwerin, in Mecklenburg-Vorpommern und wahrscheinlich auch bundesweit einen Namen gemacht als ehemaliger Geschäftsführer der erfolgreichen Bundesgartenschau hier in Schwerin 2009. Er kennt sich also mit Großprojekten und mit großflächigen Projekten vor allen Dingen wunderbar aus, meine Damen und Herren. Mittlerweile ist er Geschäftsführer der Stadtwerke Schwerin und ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat, auch heute hier mit dabei zu sein. Ich möchte mich entschuldigen, Herr Dr. Wolf, dass Sie ein bisschen warten mussten. Ich hoffe, Sie sind trotzdem jetzt live gleich zu uns dazugeschaltet und freue mich auf Ihren Beitrag. Bitte sehr. Ja, Herr Lindemann, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für das freundliche Intro. Ich habe übrigens diese Tätigkeit, die Sie ebenso freudig angesprochen haben, sozusagen im Nebenjob gemacht. Es war immer eine Aufgabe neben meinen sonstigen Pflichten als Geschäftsführer der Stadtwerke in Schwerin. Aber zugegebenermaßen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht nochmal auch meine herzlichen Grüße noch an alle Zuschauer und Teilnehmer. Ich möchte Ihnen heute ein Projekt vorstellen, was wir bereits seit geraumer Zeit verfolgen. Und würde das aber gerne noch mal ganz kurz einordnen, unsere sonstige Tätigkeit. Die Stadtwerke Schwerin sind klassischer Mehrspartenversorger, also vom Thema Energie, Strom, Gas inzwischen und natürlich auch ein großes Fernwärmegeschäft und über der Tochtergesellschaft Wasser, Betriebsführung für den Abwassereigenbetrieb. Die Infrastrukturbetreibung ist inzwischen in der Tochtergesellschaft aufgegliedert. Also das, was eigentlich ein Stadtwerk heute macht, neben einigen Dingen, die hier nicht so von großem Interesse sind. Wir haben eine sehr ausgebaute KWK-Anlage, die wir aktuell erneuern mit neuen Gasturbinen, erhöhte Effizienzen, weitere Entkopplungen. Das heißt, wir können sehr viel Stromleistung für die Netzstabilisierung zur Verfügung stellen. Das ist ja eine der Aufgaben, die man zukünftig auch bei den KWK-Anlagen sieht. Und wir haben im erneuerbaren Bereich eine überschaubare, aber durchaus nennenswerte Produktion von Baustrom. Zum Beispiel haben wir die ehemalige städtische Mülldeponie mit einer 2,5-MW-Anlage bebaut. Und wir haben rund um unser Kraftwerk Wärmespeicher, E-Kessel, Ähnliches und sind momentan in der Komplementierung eines Geothermieprojektes immerhin mit 6,5 MW. Dort wollen wir über 15% des Wärmebedarfs in Schwerin erneuerbar herstellen und sehen dort auch durchaus Erweiterungsmöglichkeiten. In diesem Park an Anlagen gibt es seit 2007 eine Biogasanlage, die auf nachwachsenden Rohstoffen beruht. Wir haben uns damals offen gesagt nicht getraut, mit Abfall etwas Ähnliches zu machen. Das ist im landwirtschaftlichen Bereich natürlich völlig anders, wenn man die Kontrolle über die entsprechenden Mengenströme hat. Aber als klassischer Energieversorger ist das nur bedingt der Fall. Und wir haben da also durchaus auch teilweise heftige Lernkurven gefahren und sind froh, dass wir heute die Anlage nach einer Tüchtigungsphase zur Hälfte ihrer Laufzeit auf einem sehr guten Stand haben mit einer Benutzungsstundenzahl
doch Richtung 8000 Stunden und mit einem sehr guten Wirkungsgrad und vor allen Dingen unter Beachtung ökologischer Rahmenbedingungen. Das heißt also Anlieferung des Substrats in der Regel 80% aus dem näheren Umfeld. Wir haben erste Gespräche über Grundwasserschonung im Wasserbereich. Wir haben dort natürlich auch Interessen und sind momentan in der Diskussion, dass wir mit den zuliefernden Landwirten, landwirtschaftlichen Betrieben natürlich auch über reduzierte Einsatz von Kunstdüngern sprechen. Die Reststoffe der Biogasanlage, die wir in fester und in flüssiger Form anbieten, werden von den Landwirten gerne genommen. Insbesondere da die feste Fraktion auch den Humus ersetzt, den ja der Mais teilweise auch mit vom Feld nimmt. Sozusagen, das können wir dann an den Landwirten kostenlos anbieten. Vor allen Dingen natürlich von denen, die auch Mengen anliefern. Und die flüssige Fraktion wird auch mit einer kleinen Zuzahlung für den Transport gerne genommen. Vielleicht, wenn Sie mir die nächste Folie geben. Ja, vielen Dank. Das ist ein Blick auf die Anlage. Im Vordergrund sehen Sie die vier Fermenter im Hintergrund. Es sind nicht zwei, dahinter ist noch eine dritte Nachgehanlage mit dem entsprechenden Blitzschutz. Die Anlage ist 2007 in Betrieb gegangen, nach der damaligen Änderung des EEG, produziert etwa 1400 Normkubikmeter Rohbiogas. Jetzt wissen Sie vielleicht, dass der Fermentationsprozess bei etwa 50% Methan zum Stehen kommt. Der Rest ist in zu fast komplett CO2, also grünes CO2, zu Strom und Wärme umwandeln. Diese Anlagen sind ein wesentlicher Anteil unserer Versorgung bis dahingehend, dass es auch Kunden gibt, die durchaus erhöhtes Interesse haben, grüne Wärme zu nehmen für ihre Gesamtzertifizierung, zum Beispiel im Hotel. Um das Thema nochmal vielleicht vor den Hintergrund etwas auszurollen, es gibt 500 Biogasanlagen in Mecklenburg-Vorpommern mit einer installierten Leistung von 290 MW. Die immerhin 1,9 Terawattstunden produzieren und durchaus auch den größten Teil der Energiepflanzen in Mecklenburg-Vorpommern verarbeiten. Der Trend ist zum Stehen gekommen, aber wir hoffen, dass mit der Idee der Biomethanisierung natürlich hier eine gute Verwendung von gespeichertem grünen Strom in Form von Wasserstoff zu einer Veredelung auch des entsprechenden Rohbiogases führt. Wir planen, wenn Sie vielleicht eine Folie weitergehen, bitte. In dem Schaubild, was sehr übersichtlich ist, also wir haben es deutlich vereinfacht, da ist noch einiges mehr dazu zu sagen, aber die Fachleute können sich ungefähr vorstellen, dass wir dann aus der eigentlichen Biogasanlage in einen sogenannten Autoklav, hier haben wir einen Partner, der dazu eine erste Anlage auch ja betreibt, wo wir sozusagen auf der entsprechenden Silage dann auch grüne Bakterien, die es schon sehr, sehr lange gibt, die einen sozusagen auch die Atmosphäre der Erde irgendwann mal von Wasserstoff zu CO2 und Wasserstoff umgewandelt haben. Der Elektrolyseur, den wir dort einsetzen wollen, wird in einer ersten Pilotanwendung, die wir bei 1,5 MW dann sozusagen den Wasserstoff beistellen. Wir haben darüber hinaus auch Gespräche mit den Kollegen von der WEMAG, inwieweit von dort aus der Wasserstoff beigestellt werden kann. Eine Anwendung, die wir für die Elektrolyseurtechnik im städtischen Bereich sehen, als städtischer Wärmenetzbetreiber, ist natürlich die Aufnahme der Restwärme. Sie wissen vielleicht, ein großer Teil des Wirkungsgradsverlustes als Wärme frei wird. Und die 50 Grad, die dabei rauskommen, entspricht zufälligerweise ungefähr auch dem, was wir an Wärme aus unserer Geothermieanlage beziehen, was wir über Wärmepumpen dann entsprechend nochmal erhöhen und in den Rücklauf unserer KWK-Anlage einspeisen. Für die geplante Einspeisung ins Erdgasnetz, wahrscheinlich wird das das Hochdrucknetz sein. Dazu sage ich gleich noch etwas, muss die entsprechende Brennwertkonditionierung erfolgen, wobei diese 1,5% natürlich im Vergleich zu sonstigen Einspeiseanlagen, die mit Rohbiogas arbeiten, eigentlich verschwindend gering ist. Dort muss ja schon die rund 50% fehlende Brennwert ersetzt werden, den ich eben schon mal angesprochen
der sozusagen bei Rohbiogas anfällt. Insofern ist natürlich die Methanisierung schon eine Veredelungsstufe, die dann wirklich da in die Richtung geht, dass man fossiles Erdgas in entsprechendem Umfang entsetzen kann. Die Einspeisung des Gasnetzes, deswegen Hochdrucknetz, ich sagte, habe es eben schon mal kurz angedeutet, die Lebensperspektive der Biogasanlage ist heute so, dass wir 2007 in Probebetrieb genommen haben. Sie hat jetzt in den letzten Jahren die erste Halbzeitertüchtigung hinter sich und wird bis 2027 dann auch die EEG entsprechend mit einem festen Einspeiseentgelt und ist noch in der Refinanzierungsphase. Insofern sind wir da etwas zurückhaltend, bevor die Refinanzierung nicht erfolgt ist, dort größere Veränderungen vorzunehmen. Aber wir sind uns sicher, jedenfalls sagen das unsere Betreiber, dass wir durch eine entsprechende Mehrgabe an sie dann rund 5% Gasmehrertrag aus der Anlage sozusagen rausholen können, die wir mit dem Elektrolyseurtechnik dann sozusagen in diese auch verarbeiten können. Und die Einspeisung des Gasnetzes könnte natürlich bei dieser überschaubaren Menge auch im Mitteldrucknetz erfolgen. Aber da wir sozusagen erproben, wie denn am Ende die Gesamtumkonfigurierung der Biogasanlage von Grundlastverschmutzung hin zu Methanisierung und Einspeisungsgasnetz brauchen wir deutlich größere Potenziale, sodass wir den vorhandenen Hochdruck-Gasnetzanschluss hier bei uns vor der Haustür nutzen werden. Überhaupt ist die gesamte Anlage oder die gesamte Idee davon geprägt, dass wir natürlich auf sehr engem Raum die KWK-Anlage, die vorhandene Biogasanlage mit allen Anteilen und sozusagen getrennt von einer Ausfallstraße hier in Schwerin, die entsprechenden anderen Anlagen wie Produktion von Strom, Windanlage, PV und auch darüber hinaus noch weitere Anwendungsmöglichkeiten in der örtlichen Kläranlage sehen. Also hier spielen wir die Vorteile eines integrierten Stadtversorgers in vollem Umfang aus. Die Wirtschaftlichkeit dieser Diskussion dazu ist heute schon vieles Kluges gesagt worden, was wir uns auch sehr genau anschauen, weil wir über solche Modellrechnungen natürlich nicht verfügen. Natürlich ist das Hauptthema eine entsprechende Gestaltung der Abgaben und sonstigen Zuschläge, die heute für die Nutzung des Stromnetzes, Gasnetzes anfallen. Allerdings haben wir durch diese Räumnähe die deutliche Möglichkeit, Strom im erneuerbaren Bereich zu produzieren und ohne Nutzung des öffentlichen Netzes die vorhandene Biogas-Methanisierungsanlage zu erreichen und dann auch sozusagen mit einem eigenen Anschluss gleich ins Hochdrucksnetz einzuspeisen. Das sind alles Vorteile, die sich natürlich aus der Vielschichtigkeit unserer Tätigkeit ergeben und die werden wir natürlich voll zum Tragen bringen, hoffen allerdings auch, dass bis dahin, wir reden über die Pilotanlage 2022 und die größere Anlage natürlich deutlich eher im Zusammenhang mit der dann wegfallenden EEG-Vergütung. Wir haben mal ausgerechnet, nur mal so als Beispiel, unser städtischer Nahverkehr hier in Schwerin hat ja auch Pläne, betreibt momentan 3 Elektrobusse und beschäftigt sich sehr mit dem Thema, ob die nächste Generation von Bussen, die 2024 bestellt werden müssen und damit sie 26 für den Austausch zur Verfügung stehen, ob man da mit Wasserstoffbussen arbeitet oder möglicherweise auch mit grünem Methan. Beides wird sozusagen möglich sein und wir haben darüber hinaus auch noch die Option, es ist ja eben schon diskutiert worden, dass das Thema Abgaben schon einen erheblichen Effekt auf die Wirtschaftlichkeit hat, dass wir unter Umständen Teil des Rohbiogases verwenden, um günstigen Strom zu erzeugen, was durchaus sicherlich eine interessante Möglichkeit, wenn sich bis dahin das Umfeld nicht so entwickelt hat, wie wir das alle hoffen. Da würde ich jetzt gerne schon mal einen Strich machen. Vielleicht können Sie einmal noch mal weitergehen auf die letzte Folie. Noch ein paar Zahlen. Wie gesagt, die Folien werden hier zugehen. Ich habe das im Wesentlichen schon dazu gesagt. Die Testanlage, die wir relativ bald in Betrieb nehmen wollen, soll denn auch in der gehabten Größenordnung errichtet sein. Aber Ziel ist das Ganze als Probelauf für die größere Lösung mit den rund 100 GW Energie haben wir schon eine entsprechende Möglichkeit. Einspeisungsgasnetz hat 2 Verwendungsmöglichkeiten. Einmal natürlich im Mobilitätsbereich. Ich sagte schon gerade, der eigene Nahverkehr ist da momentan noch auf der Suche, was ist die Technik der Zukunft. Auch unsere KWK-Anlagenbetreiber hoffen, dass sie vielleicht eine größere Menge dieses grünen Gases verwenden können, um unsere Spitzenanlagen, die wir nicht in KWK betreiben können, dann auch entsprechend grün zu machen. Wir haben natürlich auch entsprechende Verpflichtungen unseres Eigentümers.
So viel vielleicht dazu. Wenn Sie Fragen an uns haben, können wir gerne auch außerhalb der Veranstaltung heute dazu zur Verfügung stehen. Wir haben ohnehin hin und wieder Besuch, der sich solche und ähnliche Pläne und die vorhandenen Anlagen anschauen will. Also dazu sind Sie in Schwerin herzlich willkommen. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Josef Wolf, auch für die Einladung, das Ganze auch mal besichtigen zu können. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Ne? Man hört viel Theorie, man sieht vielleicht einen Film hier oder einen Film da. Diese Einladung, ich denke, da wird der ein oder andere sehr gerne drauf zurückkommen. Herzlichen Dank für diese, ja, für diesen Einblick in die Praxis der Stadtwerke Schwerin. Und damit, meine Damen und Herren, wollen wir auch schon den Vormittag beenden. Aber wir haben natürlich für den Nachmittag auch noch was für Sie vorgesehen. Ab 14:30 Uhr, also, oder ne, ab 14 Uhr muss ich dazu sagen, Entschuldigung, ab 14 Uhr nach der Mittagspause, in der wir Sie gleich verabschieden werden, begrüßen wir dann ja die Politik hier bei uns im Rahmen unserer Videokonferenz. Wir haben uns ja bisher mit den rechtlichen Fragen auseinandergesetzt, mit den ökologischen Fragen auseinandergesetzt. Wir haben die Praktiker zu Wort kommen, ja, und im Filmbeitrag gesehen. Und wir wollen uns natürlich auch an die Politik wenden. Welche Voraussetzungen sind zu schaffen? Was ist zu verändern? Und vor allen Dingen, was ist eventuell schon in Planung? Und dafür haben wir uns kompetente, ja, Referenten, kompetente Partner eingeladen zu dieser Videokonferenz, unter anderem Herrn Christian Weinberger. Er ist Wasserstoffkoordinator der Europäischen Kommission in Brüssel. Wir haben Dr. Ingrid Nestle zu Gast. Sie ist Sprecherin für Energiewirtschaft der Grünen Fraktion im Deutschen Bundestag. Wir haben Herrn Thorsten Herdern mit dabei. Er ist Leiter der Abteilung Energiepolitik und Wärme und Effizienz im Bundesministerium für Wirtschaft. Und wir haben auch dabei unseren Minister für Infrastruktur, Energie und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Herrn Christian Pegel. Es bleibt also spannend. Wir wünschen Ihnen aber erst einmal eine, ja, schöne Mittagspause. Genießen Sie das Ganze, guten Appetit. Und wenn Sie möchten, dann sehen wir uns wieder um 14 Uhr zu Teil 3 und Teil 4 unserer Video-Live-Konferenz zum Thema Wasserstoff, Zukunft oder Sackgasse. Bis dahin.